Es ist jetzt 14:45 Uhr, 14:46 Uhr. Pizza ist noch nicht da. In Anbetracht der Tatsache, dass wir noch 9 Kandidaten vor uns haben, würden wir die Versammlung jetzt gern fortsetzen. Und sollte die Pizza im Laufe der nächsten 10 Minuten hier aufschlagen, bitte ich die Versammlung um größtmögliche Disziplin. Entweder ihr wartet, bis die Vorstellung zu Ende ist, oder ihr geht leise hinaus und holt euch das Zeug. Ich schlage Ersteres vor. Unser nächster Kandidat ist Veit Wagner. Ja, hallo an die Aufstellungsversammlung. Mein Name ist Veit Wagner. Ich bin 45 Jahre alt, komme aus der Lutherstadt Eisleben, bin da geboren und im Dezember letzten Jahres ein Stückchen weiter weggezogen nach Heldbahn. Ich fange mal mit dem Thema an, das man vorhin schon mit meiner Person in Verbindung gebracht hat: meine politische Vergangenheit. Veit, entschuldigt, nutzen bitte das Mikro ein wenig exzessiver. Danke. Ich versuche ein bisschen lauter. Also politische Vergangenheit von mir, möchte ich anfangen, weil da was geklärt werden muss, dass ich finde, so wie es jetzt hier rübergebracht worden ist, nicht stehen bleiben kann. Ich bin vom Stefan Schurek als NPD-Mitglied entsprechend verrissen worden in seinem Blog und habe mich darüber sehr geärgert, weil das nur ein kleiner Teil meiner politischen Vergangenheit ist und der sich nicht ergeben hat durch den ideologischen, weil ich aus ideologischen Gründen der Partei zugegangen bin oder Mitglied geworden bin, sondern weil es hier im privaten Kreis eine Visitenkarte gegeben hat, so wie ich das auch auf meiner Homepage beschrieben habe, detailliert sogar, damit man das ein bisschen zuordnen kann. Es hat im privaten Kreis eine Visitenkarte gegeben, aufgrund dessen ich direkten Bezug zu einem Landesvorsitzenden aus Bayern aufbauen konnte, ein Telefonat und dann ein Treffen, wo ich gesagt habe, ich bin seit 2 Jahren Ausschuss geworden und finde keine Arbeit mehr. Ich möchte die politischen Missstände, die ich hier seit Jahren mitgekriegt habe, als Arbeitnehmer auch, die möchte ich gerne verändern. Ich habe jetzt die Zeit als Arbeitsloser und ich bringe auch einen gewissen Erfahrungsschatz mit, um das anzugehen, und da waren Schnittmenge da, um da mitzumachen. Das Ganze ging nur aktiv 4 Monate und ich bin da schon im August wieder ausgestiegen, habe aber erst relativ spät im November dann tatsächlich das Schreiben gemacht, wie das manchmal so ist, dass man sich erst spät hinsetzt und sagt, ich kündige hier mit dieses und jenes. Danke. Ich kündige hier mit dieses und jenes, das verpasst ja der eine oder andere, zum Teil auch gewollt von der Wirtschaft. Ja, und nun hängt eben dieses braune Stückchen Vergangenheit nun mal in meinem Lebenslauf drin. Ich kann es jetzt nicht mehr wegretuschieren. Und deswegen habe ich es eben so offen wie nur möglich dargestellt und auch erklärt. Was ich besonders schade fand, war die Tatsache, dass man mich nicht vorher kontaktiert hat. Ich finde, einmal von Mensch zu Mensch betrachtet, kann es nicht sein, dass man sich über jemanden eine Meinung bildet, den man nicht weiter kennengelernt hat. Und wenn man Kritikpunkte hat, dann sollte man denjenigen auch persönlich zunächst befragen, um sich dann ein besseres Bild machen zu können, wie ist das genauer gewesen oder wie steht derjenige heute zu dem, mit dem man ihn damals negativ belasten könnte. Das ist nicht passiert. Und vor allen Dingen ist auch nicht passiert, dass man sich mit der jüngsten Vergangenheit auseinandergesetzt hat, nämlich mein 7-jähriges Engagement als Mitläufer seit 2007 für sozial benachteiligte Mitmenschen. Ich bin jemand, der macht. Ich nehme Telefonhörer, rufe an und bewirke was. Ich kann da was und habe das eben umgesetzt. Es ist ein Büro später eingerichtet worden, ein Verein gegründet worden aus einer Selbsthilfegruppe, damit man eben solchen sozial benachteiligten Menschen helfen kann, weil leider unser System sich so eingerichtet hat, dass es gerade für die Hartz-IV-Bezieher und Sozialhilfeempfänger keine Lobby gibt und hier zum Teil vorsätzlicher Betrug ausgeübt worden ist. Und da war ich an einer guten Stelle, dass ich mich da einsetzen konnte und habe das sehr intensiv gemacht bis heute. Habe auch ein aktuelles Projekt von Parteimitgliedern aus Köthen,
denen es ähnlich geht, die keine Grundversorgung haben, keine Krankenversicherung, sich deswegen nicht zum Arzt trauen und so weiter. Und das hatte ich, wie gesagt, schon seit 7 Jahren gemacht und darauf ist gar nicht eingegangen worden. Man hat sich hier die Möglichkeit genommen, mit mir zusammenarbeiten zu können, auch für die anderen Themen, und das zwischen einem jungen Parteimitglied und mir als ca. 20 Jahre älteren. Das finde ich eigentlich ziemlich schade. Aber gut, was jetzt gewesen ist, ist, für mich ist das Vergangenheit, ich kann es nicht verändern. Und so wie meine politischen Programmänderungspunkte, 28 Stück an der Zahl, auf meiner Homepage stehen, veit-wagner.info, wer sich das durchliest und auch meine Vergangenheit sieht, der wird sehen, dass ich eigentlich in eine ganz andere Richtung will, nämlich ein umfassendes Wohl, eine umfassende Lebensverbesserung für alle Menschen, die in unserem Land hier leben. Das ist mitunter relativ einfach, aber man muss es eben auch angreifen und machen. Zum Beispiel wird jetzt die Finanztransaktionssteuer bzw. Börsenumsatzsteuer, wie auch immer man das nennen will, jetzt tatsächlich angegangen, was vor ein paar Monaten noch gar nicht geglaubt werden konnte. Gibt es jetzt 11 Mitgliedstaaten der EU, die diese Umsatzsteuer auf Finanztransaktionen an der Börse, an den Börsen, tatsächlich einführen. Und ich glaube, dass wenn wir auf dem Gebiet die faire Umsatzsteuer kriegen würden, wie wir sie woanders überall zahlen müssen, dann können wir unsere Schulen und Studienplätze, denen können wir dann goldene Stühle bieten, so ungefähr, so wird das sein. Weil nach Berechnungen würde es ein doppelt so hohes Steuereinkommen geben, wie wir jetzt in diesem Jahr von 650 Milliarden schon erwarten. Alleine die Börsenumsatzsteuer in Höhe von 19% würde ca. 1.300 Milliarden bringen. Plus die allgemeinen Steuereinnahmen, die es noch gibt von 650 Milliarden jetzt vom letzten Jahr. Ein Wahnsinn, kann man sich nicht vorstellen. Und da ist jetzt der Weg in die Richtung gemacht. Allerdings wundere ich mich, warum die anderen EU-Länder nicht mitziehen. Ob die jetzt warten, dass bei denen in ihrem Land investiert wird oder was, ich weiß es nicht. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, weil eigentlich jedes Land das Geld gebrauchen könnte. Und es ist auch ein Stück weit unfair, dass jeder, der irgendwo einkauft, seine Umsatzsteuer zu zahlen hat, ob er für 10.000 Euro ein Carport beim Marktleger kauft oder beim Bar oder wie auch immer, beim Baumarkt, oder er investiert 10.000 Euro an der Börse, um damit Geld zu machen, ist immer noch ein Unterschied, weil er beim Baumarkt eben nicht mehr 10% zahlen hat. Ich würde mal ein bisschen leider sein, die Höflichkeit gebietet es auch überall hier zuzuhören vernünftig. Ob man die Leute mag oder nicht, ist auch unmöglich. Liebe Versammlung, Ordnungsrufe sind Aufgabe der Versammlungsleitung. Ja, dann macht ihr aber auch dann, bitte. Genau. Ja. Also, bei meinen Programmänderungspunkten, es ist wirklich ziemlich viel, was ich mir da vorgenommen habe. Auch große Sachen, und deswegen drängt es mich in den Bundestag, weil ich glaube, dass man von da aus viel für das Land insgesamt tun könnte. Mehr auf einer Landesebene im Landesparlament. Und deswegen würde ich dort gerne im Bundestag arbeiten wollen und versuchen, diese großen Möglichkeiten umzusetzen für lebensverbessernde Maßnahmen und Bedingungen. Wenn man die Politik unseres Landes seit ungefähr 10, 20 Jahren verfolgt, hat man das Gefühl, es geht immer mehr bergab. Der letzte große Streich, den sich unsere Bundesregierung geleistet hat, war, den Armutsbericht zu fälschen bzw. zu manipulieren und nach wenigen Wochen dann eben manipuliert nochmal herauszubringen. Ich frage mich, was denken die da oben, was wir von denen halten, wenn die uns erst einen Bericht präsentieren, der gefühlt den Tatsachen entspricht, dass es immer weiter auseinander geht. Und auf der anderen Seite dann heißt es, nee, das müssen wir zurückziehen, wir müssen das ändern. Und jetzt kommt ein Bericht raus, der dann geschönt ist. Davon hat doch keiner was. Ja, ich bin jemand, der mag die Fakten so, wie sie sind. Und dann sagt man, okay, ich brauche ja eine richtige Faktenanalyse, eine echte, eine wahre. Ich brauche wahre Daten, richtige Daten. Das nützt nichts, wenn wir uns hier gegenseitig was vormachen. Und danach sagen, ja, wir haben so wenig Arbeitslose. Nur weil entsprechend Hartz-IV-Empfänger, die in der Maßnahme sich befinden, nicht mitgerechnet werden. Das ist doch Quatsch. Sie kriegen doch trotzdem Hartz-IV II und die Miete bezahlt. Ja. Und deswegen finde ich, die Politik der Piraten ist für mich die einzige und richtige Politik, die es überhaupt geben kann, weil durch die Transparenzforderung auch gleichzeitig die Ehrlichkeit in der Politik gefordert wird. Und es ist ja eines der größten Themen, diese Transparenzforderung. Noch eine Minute. Danke.
Und deswegen ist hier, glaube ich, das Thema Ehrlichkeit in der Politik eines der größten und wird von keiner anderen Partei so verfolgt wie von unserer. Und das mag ich einfach. Und da möchte ich gerne mitarbeiten, dass so viel wie möglich an ehrlichen Sachen, an ehrlichen Daten und Veränderungsmöglichkeiten unserem Volk angeboten wird und dass man dann darüber abstimmt, nach dem einfachen Beispiel, die Masse entscheidet, wo es lang geht. Anbieten, Gedanken machen, zusammensetzen und dann anbieten und abstimmen lassen. So einfach kann Demokratie funktionieren. Und so finde ich es genial. Dankeschön. Bevor wir nach der Frage zur Befragung kommen, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Die Akustik in diesem Raum ist tatsächlich so, dass wenn gerade im hinteren Bereich gesprochen wird, hiervon relativ wenig ankommt. Das heißt, wenn ihr schon in den mittleren Reihen nicht mehr viel versteht, dann kriegen wir das hiervon fast nicht mit. Deswegen sind Ordnungs- und Zwischenrufe von uns jetzt kaum erfolgt. Wenn ihr kurz einen Hinweis gebt, können wir darauf reagieren. Dass wir es nicht tun, einfach daran, dass bei uns hiervon es relativ ruhig immer noch ist und auch der Saal für uns relativ ruhig wirkt und nicht, weil wir es einfach verschlafen haben. So, kommen wir jetzt zum Kandidaten. Möchte die Versammlung die Kandidaten befragen? Ich bitte um das Kartenzeichen. Die Versammlung möchte den Kandidaten befragen. Dann ist hier die Liste jetzt offen. Hallo. Kannst du bitte ausführen, was deine Erfahrungen während du in den Bundestag einbringen möchtest und in welchen Arbeitsgruppen du arbeiten möchtest? Aufgrund deiner Erfahrungen, die du bislang gesammelt hast in den letzten Jahren? Ja. Also was das für mich, das wichtigste Thema ist, diese Umsatzsteuer einzuführen, weil die so viele Milliarden bringen. Das zweitwichtigste ist, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern direkt viel Geld zukommen zu lassen durch eine Gewinnbeteiligung, und zwar eine geteilte Gewinnbeteiligung. Ich habe das abgeschlossen mit HGA, hälftige Gewinnbeteiligung. Ich habe beim letzten Beschäftigungsverhältnis in Bayern als Einrichter eine Metallfirma kennengelernt, die 1000 Beschäftigte hatte und trotz dieser vielen Beschäftigten freiwillig 4 Sondergratifikationen im Jahr bezahlt hat. Einmal im Quartal gab es doppelt so viel Nettogehalt oder Nettolohn. Und ich sagte, das ist ja Wahnsinn, wie ist das? Und er sagte, ja, wir kriegen zum Urlaubsgeld und zum Weihnachtsgeld kriegen wir noch Umsatzbeteiligung und Gewinnbeteiligung. Ich sagte, das ist ja Wahnsinn, ich kenne keine Firma, die sowas zahlt. Und von der Automobilindustrie wissen wir alle, da werden die Zahlen veröffentlicht. Daimler gestern im Internet auf der Startseite von der Online 3.200 € sollen sie kriegen. Das ist doch eine geile Geschichte, wenn wir jetzt schon feststellen müssen, dass das Lohngefüge gesunken ist in den letzten Jahren, dann könnte man doch darüber über die Schiene sagen, nee, wir wollen, dass die Hälfte des Gewinns, nach Steuern wahrscheinlich dann, ausgeschüttet werden muss auf die Belegschaft. Das wird dann bei einem Malermeister sicherlich weniger Geld sein, der wird nur wenige 1.000 € dann ausschütten müssen, wenn es so wäre, wie zum Beispiel eine Rechtsanwaltskanzlei, die mit 2 Sekretärinnen, sagen wir 100.000 € Gewinn macht und muss dann 50.000 € ausschütten an die beiden Sekretärinnen. Dann kriegen die Sekretärinnen jeweils pro Kopf 25.000 € pro Jahr, in dem Jahr jetzt, wo es so gelaufen ist. Der Vorteil ist aber auch, dass mit dem Geld dann eine Rente aufgebaut werden kann, die ja auch eine Problematik darstellt für die Zukunft, wo keiner dann was ändern will. Das Problem bleibt ja so, wie es ist, bestehen. Die Arbeitnehmer, die jetzt arbeiten gehen, zahlen ein und die Rente beziehen, sind dann diejenigen, die eben dieses eingezahlte Geld bekommen. Aber durch immer weniger Einzahler sehe ich da eine ganz, ganz große Problematik und auch eine Verarmung. Hallo. Ich hatte gerade den Eindruck, dass du nicht mit zu der Menschenkette gegangen bist. Stimmt das oder habe ich das falsch wahrgenommen? Und wenn du nicht hingegangen bist, warum nicht? Der Eindruck ist völlig falsch, weil ich bin mit Christian Kunze fast Hand in Hand und mit dem Johannes Paul zusammen da gewesen. Wir sind relativ spät gekommen, am Markus Hüniger vorbei, in eine andere Gruppe, wo ein Loch war. Das war es eigentlich, ja. Hallo. Hallo. Meine Frage ist, ob du dir vorstellen kannst, dass gesetzt den Fall, du würdest in den Bundestag kommen, dass du der Partei aufgrund deiner politischen Vergangenheit damit keinen Gefallen tust. Also ich meine, ich stehe schon in der Schlagzeile, ehemalige NPD-Mitglieder im Bundestag. Ja, das ist genau diese Medienpolitik, wie wir sie bisher kennen.
man reitet darauf rum und distanziert nicht, warum, weshalb, weswegen, wie lange überhaupt und aktiv und nicht aktiv. Wie gesagt, also 7 Monate insgesamte Mitgliedschaft bei dieser rechten Organisation gegenüber 7 Jahren Sozialengagement sagt eigentlich alles. Und wer das unter Teppich kehrt, dem kann ich nicht helfen. Also ich muss sagen, da sollen Sie mal eine Homepage angucken und dann wissen Sie, was Sache ist. Der Vorhaber möchte ich darauf hinweisen, dass wir jetzt einen Gastredner haben. Wir lassen zu. Möchte ich mich vorstellen oder kann ich eine Frage? Okay. Du hast schon gesagt, dass du gerade mit bei der Menschenkette warst. Ich hätte noch eine Frage tiefer. Was hältst du von der Blockade von Nazi-Aufmärschen, wie zum Beispiel in Dresden am 13. Februar? Das ist ein schwieriges Thema. Ich bitte um Ruhe. Die Partei ist noch nicht verboten und solange sie nicht verboten ist, meine ich, gelten für sie dieselben Rechte wie für alle anderen Parteien auch. Das mag jetzt aussehen, als wenn ich denen irgendwo da einen Heiligenschein geben würde, das will ich nicht. Aber ich finde, man sollte sich auch nicht selber herausnehmen zu sagen, die dürfen nicht ins Internet und die dürfen nicht da und die dürfen nicht da. Dann muss ich mich fragen, wer bin ich denn, um denen das zu verbieten? Ich sehe die Möglichkeiten hier nicht. Wenn wir sowas machen, wie jetzt eben in Menschenkette, dass wir sagen, wir sind da, wir wollen euch nicht, das ist eine ganz andere Geschichte, weil das einfach repräsentiert, was wir wollen, dass es auch andere Meinungen gibt. Das, aber jemanden dazu bekämpfen, das weiß ich nicht, das ist rechtmäßig wieder schwierig. Hallo. Hallo. Hast du in der Zeit, wo du bei der NPD warst, irgendwelche Erfahrungen gemacht, die wir nicht haben? Also kannst du uns was Neues über die NPD erzählen? Ich glaube nicht, dass was Neues ist. Ich war verwundert, ich war der Einzige, der mit Jackett rumgelaufen ist und hat dann sogar kurze Zeit Gewissensbisse gekriegt, dass die denken könnten, ich sei ein Maulwurf. Aber ansonsten, sie laufen wirklich in der Masse, so wie man sie kennt, den typischen Haarschnitt, die schwarze Kleidung und die Stiefel meistens und entsprechende Schuhwerk und so weiter. Also es ist schon merkwürdig, was das aussagen soll, dieser Kleidungsstil. Und es geht noch weiter, dass sie dann auch Nazi-Größen verherrlichen, bei Stammtischgesprächen oder so, indem sie von denen T-Shirts tragen und so weiter. Und ich sagte, Leute, das geht alles nicht so. Ja. Also ich war dann schon, als ich dann dabei war und gesehen habe, was das für ein Haufen ist, in dem Kreisverband dort, war ich dann schon entrüstet und immer mehr auch, habe mich innerlich distanziert, bis es dann wirklich auch zum Bruch gekommen ist. Wir haben auch jetzt wieder einen Gastredner, auf dem das wird. Hallo, ich habe nur ein bisschen mitbekommen, bin ja auch im Landesverband, es gab schon im Vorfeld sehr starke Kritik an deiner Kandidatur. Wäre das nicht einfacher gewesen, einfach sagen, okay, ich akzeptiere die Kritik und werde im Hintergrund weiter an den Standpunkten der Piraten mitarbeiten, aber nicht für den Bundestag kandidieren, um halt Konflikte mit meiner Vergangenheit zu vermeiden? Ich finde, man muss manchmal auch Konflikte austragen können und ich persönlich sehe diese kurze Zeit des Dazugehörens als nicht so schwierig und nicht so kritisch. Außerdem ist es ja fast 10 Jahre her, muss man auch sagen, und in der Zwischenzeit habe ich bewiesen, für mehr als 500 Menschen, wo ich hingegangen bin, wo ich sozialrechtliche Erfolge bewirkt habe, was eigentlich mein Ansinnen ist, für Gerechtigkeit zu sorgen. Und dann muss ich sagen, dieser alte Mist, den ich da fabriziert habe, der interessiert mich jetzt heute nicht mehr. Er stört, ja, aber ich kriege mich weg. Und ich richte mich nach vorne aus und sage, ich will für die Leute weiterhin da sein, die mich oder unsere Partei gebrauchen können, weil sie in ihrer Lebenssituation Hilfe brauchen können oder in Ansprechpartner. Ja. Okay, wir haben jetzt viele Themen von dir gehört, sozial und so. Ich möchte jetzt mal wieder zurück zu beratigen Themen. Wie ist deine Meinung zur Netzneutralität? Es ist sehr wichtig, dass die Netzneutralität erhalten bleibt, weil das ja auch wieder mit der Möglichkeit zusammenhängt, sich repräsentieren zu können und frei sich darstellen zu können und sich mit Daten versorgen zu können. Ja, ich habe das gemacht, was du gesagt hast. Ich habe auf deine Website geguckt. Da habe ich neben der anderen Partei, die du dich jetzt kurz schon geäußert hast, auch noch ein Zweite gefunden, die aus der CVD, was ja eine rechtspopulistische Partei bis 2007 war. Die erklärst du beide mit, ja, danach würde ich bei den Linken Mitglied werden.
Und du sagst, beides, es waren immer Kontakte, die dich dazu geführt haben. Hast du dich eigentlich, bevor du da Mitglied wurdest, mit den Programmen und Inhalten dieser Parteien auseinandergesetzt? Weil man kann ja auch immer eine Partei eintreten, wo man auch dich identifizieren kann. Nee, das war ja genau der Fehler, den ich gemacht habe, mich da nicht intensiv mit den Parteien auseinanderzusetzen. Das muss ich schon eingestehen, ja. Wie definierst du Toleranz und wo sind die Grenzen? Naja, in dem Moment, wo ich sage, eine noch nicht verbotene Partei hat auch ihre Möglichkeiten, denke ich, bin ich schon ziemlich tolerant, wahrscheinlich sogar mehr wie viele andere, die das vielleicht sogar nicht verstehen. Ich finde, man sollte immer vom Gegenüber nicht mehr erwarten, als man selber zu geben bereit wäre. Dann ist das eine gute Sache. Wir haben einen Antrag zur Geschäftsordnung, Schließung der Redeliste. Ich bitte das Handzeichen. Vielen Dank, der Antrag ist angenommen. Wer jetzt noch auf die Redeliste möchte, möge sich bitte erkennbar zum Mikrofon bringen. Ihr kennt das. Dann ist der MVG der Letzte. Vielen Dank. Bitte. Wusstest du, dass der Artikel 160 politisch im Grundgesetz umgesetzt werden sollte? Und wenn ja, wann? Den kenne ich gar nicht. Das sagt doch was, was es ist. Ich bitte auch hier die Nutzung des Mikrofons so zu perfektionieren, dass du es möglichst nah an den Mund führst. Du kannst dich dann auch bewegen. Sollte das deutsche Volk sich eine neue Verfassung geben, das definiert so der Artikel 146. Also das Grundgesetz erwischt, wenn sich das deutsche Volk eine Verfassung gibt. Was hältst du davon? Das habe ich noch nicht auseinandergesetzt. Ich habe eine direkte Rückfrage oder Nachfrage zu dem, was eben, du hast gesagt, hast du mit den zwei Parteien nicht auseinandergesetzt vorher. Inwieweit hast du dich vor deinem Eintritt in die Piratenpartei mit den Inhalten und Themen der Piratenpartei auseinandergesetzt? Du hast das da auch nicht getan. Also mit dem Programm selbst habe ich auch nicht auseinandergesetzt, aber es war halt so, dass 2011 die Piraten bundesweit Publicity gekriegt haben, weil sie in Berlin eingezogen sind. Und da hat man dann eben die Themen der Piraten mitbekommen, sicherlich nicht alle, aber immer die großen. Und das war schon imposant, dass da was Neues sich so dargestellt hat, wo ich gesagt habe, jetzt kommen endlich Leute, die die Wahrheit auf den Tisch gelegt haben wollen, was ja bisher so von noch keiner anderen Partei gefordert worden ist. Ach, ich bin fast dran. Du kennst das Spiel, ich habe keine Rückfrage. Wir haben ja in Neumünster den Verein würdest du sie als Kandidat auch unterschreiben? Was war in Neumünster? In Neumünster gab's auch, haben wir uns auch für die Unvereinbarkeitsvereinbarung ausgesprochen. Würdest du dich da würdest du sie auch unterschreiben als Kandidat? Ich weiß nicht, was da geht. Nein, ja, die Piraten sprechen sich gegen. Also ich habe jetzt nicht mit Wort, und ich kann sie jetzt gerne rausfinden, dann gebe ich sie dir, dann kannst du mir die Antwort auch nachdenken. Also ja, Rassismus etc. Danke. Also wir sprechen uns halt für ein freies Menschenbild aus. Würdest du dich dem anschließen oder würdest du dich... Ja, zu 100%. Und ich verstehe auch die aktuelle Diskussion nicht, die jetzt geführt worden ist, auch wieder so ein Schlag ins Gesicht dieser sogenannten konservativen CSU und CDU, dass sie jetzt bei der Geschlechterfrage mit Ehe und so weiter da so einen Rückzieher machen. Ich finde, die Politik muss sich an der Realität orientieren und nicht umgedreht, dass Politik irgendwelche Zwänge vorgibt, wie sich die Menschen nach der Politik zu richten hätten. Das ist völliger Schwachsinn. Und das gehört sich nicht. Also es gehört weg. Gut. Die Redeliste ist geschlossen und sie ist leer. Hattest du genug Zeit, dich vorzustellen? Ja, ich denke doch. Dann findest du da hinten dein Schild. Du kennst das? Mhm. Und willkommen. Wir kommen zum nächsten Kandidaten, Manfred Jakob Dott, und ich übergebe die Versammlungsleitung an den Tisch. Grüßt euch. Die Piratinnen und Piraten. Der, wo ist er denn? Unser Besuch aus Berlin, Delius. Ach, da ist er. Ja. Ich schau hier ins Dunkle.
ich wollte dir nur sagen, deine Worte habe ich noch im Ohr, die du zu Beginn gesagt hast. Du tust unserer Partei gut mit deinen öffentlichen Auftritten und mit dem, was du im Berliner Untersuchungsausschuss machst. So, du hast aber auch gesprochen von einer Emotion, die eigentlich im politischen Dasein, auch in deinem und sicherlich in unserem, nicht da sein sollte. Ich sehe das ein kleines bisschen anders. Ich will das nicht Emotion nennen, sondern Schärfung unseres Profils. Denn da, wo wir Kompromisse machen müssen, sind wir noch lange nicht. Und deswegen habe ich meine Vorstellung etwas umgestellt und komprimiert. Ich beginne erstmal mit meinem politischen Schwerpunkt und dann stelle ich mich erst vor. So, unabhängig von meinen Berufserfahrungen im Hochbau und im Verkehrsrecht möchte ich meine politischen Schwerpunkte auf folgende Situation richten. Wie soll unser Volksvermögen, und wir wollen ja in dem Bundestag und wir sind nicht im Landtag jetzt im Moment, wie soll unser Volksvermögen mit der daraus resultierende Reichtum gerecht verteilt werden? Die regierende CDU mit ihren Flügeln spricht schon lange, besonders vor Wahlen und wenn die SPD ein soziales Thema auf ihre Agenda setzt, von sozialer Gerechtigkeit. Und unter anderem von einem dringend notwendigen Mindestlohn. Hört sich schön an, verfängt auch bei vielen Menschen, ist aber ohne Wirkung und ohne Konsequenz. Der linke Flügel der CDU, der Lauerflügel, ist so schwer oder so leicht, dass er alles versprechen kann und nichts davon im Parlament halten muss und nichts davon eine Mehrheit findet. Wenn es aber mal so weit kommt, dass die CDU in einer heiklen sozialen Frage ihr Schafstelzchen anziehen muss, dann lässt sie sich gerne von ihrem Wunschpartner FDP ausbremsen und erklärt mit Unschuldsmiene, wir haben einen Koalitionsvertrag, wir können ja nicht anders. Diese abgesprochene Hinterzimmerdiplomatie haben wir eigentlich satt. Und deswegen sind wir ja auch hier und anderswo präsent. Die Bürger, welche die CDU wegen ihrer sozialen Sprüche wählen, während die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer wird, sind bei uns Piraten viel besser aufgehoben. Die SPD, die Erfinder der Hartz-Gesetze und deren konsequenten Durchsetzung während ihrer rot-grünen Koalition, ist nach ihrem Wesen und ihrer Führungsriege die derzeit konservativste Partei unseres Parteienspektrums. Vorausgesetzt, dass sie bei den Bundestagswahlen 2013 an die politische Macht kommen sollte, nimmt die Kluft zwischen Arm und Reich in Deutschland weiter und noch schneller zu. Die Wähler der SPD, die aus Gewohnheit und wegen der sozialen Gründungs- und Parteiengeschichte, die wir ja alle kennen, die SPD immer noch wählen, sind bei uns Piraten erheblich besser aufgehoben. Die Grünen haben schon vor Jahren ihre politische Unschuld verloren. Die ganze Partei ist wie Claudia Roth, um jeden Preis an die Macht und dort bleiben, koste es, was es wolle. Das ist natürlich der Wunschpartner der SPD. Danke, liebe Grünen, dass du unter anderem das Dosenpfand erfunden hast und durchgesetzt hast. Damit rettest du manchen Bürger aus das Überleben, der durch deine mitverschuldeten Hartz-Gesetze in Armut leben muss und der täglich diese Pfandflaschen sammeln und abgeben kann. Diese unhaltbaren Zustände werden wir ändern, wenn es uns durch den Wähler gelingt. Wenn uns das nicht gelingen sollte und wenn wir ähnlich den Weg gehen wie die Grünen nach einigen Jahren, dann gehören wir nicht mehr in den Bundestag und dann sollten wir abgewählt werden. Die Linke wird von mir nicht besonders erwähnt, da einige sonst sagen, nun tritt der ehemalige DDR-Ausreiseantragsteller nach. Diese Partei und ihre ewig abgedroschenen Sprüche mag ich überhaupt nicht. Das gilt auch für die NPD, deren Stimmen wir nicht wollen. Nun werden einige fragen, nun hat er die Parteien durch, sind wir denn überhaupt koalitionsfähig? Ja,
Wir sind koalitionsfähig und da sind wir aber noch nicht. Jetzt im Moment schärfen wir unser Profil und wir deutschen Piraten treten ein, um etwas Besseres zu verändern und nicht den bestehenden Politsumpf zu unterstützen. Wir haben genügend politische Schnittmengen in unserem Parteiprogramm, die es uns ermöglichen, mit einigen Parteien eine Koalition zu bilden. So wie derzeit kann es nicht weitergehen, deshalb sollten die Leute Piraten wählen. Und jetzt meine Personalien. Ich bin Diplom-Hochbauingenieur und Doktor, geboren am 30. Oktober 1940 in Koblenz in Rheinland-Pfalz, Volksschule dort, Kreisvolkshochschule in Halberstadt, Studien an der Karl-Marx-Universität, Gesellschaftswissenschaften, an der Fachhochschule für Bauwesen in Magdeburg, Hochbau, die Vervollständigung meines Studiums an der Karasajew-Universität für Geisteswissenschaften in Kirgisistan. Ich bin verheiratet, habe 3 Kinder. Die älteste Tochter ist Diplom-Chemikerin, ausgebildet an der Martin-Luther-Uni in Halle. Zweitälteste Tochter Geschäftsführerin einer Papierfabrik und die jüngste Tochter Sozialpädagogin in der Kirche in Berlin. Werdegang und Ehrenämter, Mitglied der Tarifkommission in Rheinland-Pfalz gewesen, damals in der Gewerkschaft IG Chemie Papier Keramik, als ich noch im Westen war. Mithelfender bei dem Sturm auf die Stasi-Zentrale in Berlin 1989. Personalratsvorsitzender im Bau- und Verkehrsministerium in Sachsen-Anhalt. Ehrenamtlicher Richter, 5. Senat am Oberverwaltungsgericht in Magdeburg von 93 bis 97. Bürgermeister in der Gemeinde Altenprag von 1993 bis 2000. Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Hochharz 3 Jahre von 95 bis 98. Und jetzt Vorsitzender eines Schützenvereins von 92 bis 2001. Dann Mitglied in 2 Chören der evangelischen und der katholischen Kirche. Und bin jetzt noch Ausbilder im Schützenverein. Beruflicher Werdegang. Nach der Volksschule in Koblenz, Lehre im Handwerksberuf als Klempner und Installateur, spätere Ausbildung als Heizungsmonteur, danach Umschulung als Maurer im elterlichen Bauunternehmen. Mein Vater war Bauunternehmer mit 25 Beschäftigten. Danach Tätigkeit in verschiedenen Unternehmen der Industrie und im Umfeld von Koblenz. Erste politischen Tätigkeiten in der außerparlamentarischen Opposition in Rheinland-Pfalz, unter anderem Demos in Frankfurt am Main. Dort habe ich einige Leute kennengelernt, die dann später unter anderem Außenminister geworden sind. 1959 Studienreise in die DDR, dort als Westbürger immatrikuliert zum Studium der Gesellschaftswissenschaften in Berlin. Umzug 1970 in die DDR, erste Tätigkeiten in der DDR, Heizer im Lager Barbie, danach Bandarbeiter am Traktorenwerk Schönebeck, das waren aber unfreiwillige Tätigkeiten, danach Klempner am Kreisbaubetrieb in Halberstadt. Dann Beginn des Hochbaustudiums an der Fachhochschule für Bauwesen in Magdeburg. Danach Leitungskader im Wohnungsbaukombinat Magdeburg, Betriebsteil Halberstadt. Danach Mitglied der Regierung Lothar de Maizière als parlamentarischer Staatssekretär und Abgeordneter in der 10. DDR-Volkskammer in Berlin. Ab 1991 verbeamtet, Sachgebiet Bauen und Wohnen, erst im Innenministerium, dann im Wirtschaftsministerium, dann im Ministerium für Bauen und Verkehr. So, ich glaube, ich habe das jetzt so zusammengebracht, dass die Zeit gereicht hat, gerade so. Und alles andere könnt ihr mich fragen. Du hättest noch eine Minute gehabt. So, dann frage ich die Versammlung, wollt ihr diesen Kandidaten befragen? Ich bitte um das Kartenzeichen. Das ist eine deutliche Mehrheit, dann stellt diesen Kandidaten bitte Fragen. Ja, ich möchte fragen, falls du in den Bundestag kommst, in welchen Bereichen du dich da besonders engagieren möchtest? Ja, Dankeschön. In Coswig wurde ich das auch schon mal gefragt und kann und will auch nichts anderes sagen, weil da ja meine Schwerpunkte liegen. Entweder im Wirtschafts- und Verkehrsbereich und auch im Innenbereich, zum Beispiel in der Kommission oder im Ausschuss für die Geheimdienste. Hallo. So wie ich das gerade aus der Vorstellung mitbekommen habe, bist du gläubig?
Und wir treten ja für eine ziemlich deutliche Trennung von Kirche und Staat ein. Zum Beispiel morgen wird es einen Antrag geben auf dem Landesparteitag, dass man Gott aus der Landesverfassung streichen möge und sowas. Siehst du da irgendwelche Konflikte oder ist es okay? Nö, da sehe ich überhaupt keine Konflikte. Ich hoffe, dass die Piratenpartei Leute, die katholisch oder evangelisch sind oder andersgläubig, dass sie die aushält. Denn ich glaube, wir brauchen ein breites Spektrum. Auch Leute aus den Kirchen, die uns wählen sollen. Nur mal für mich jetzt, damit ich das richtig mitbekommen habe. Du kommst also aus dem ehemaligen Westen der Republik und bist dann freiwillig in die DDR gezogen. Wie kam das? Das würde mich nur mal interessieren, gerade menschlich. Ja. Also ich habe ja, dann muss ich da wieder anfangen, wo ich da schon mal das kurz gesagt habe. Ich war in der außerparlamentarischen Opposition, das war damals im Westen ziemlich links, und habe da mitdemonstriert in Frankfurt am Main. Ich habe da auch mal einen Joschka Fischer, kann ich mal Namen nennen, habe ich da mal getroffen. Und ich weiß nicht, ob ich mal einen Stein geworfen habe oder nicht, das kann ich nicht mehr so genau sagen. Aber das war meine politische Tätigkeit da und da fand ich damals die DDR unwahrscheinlich gut. Und wollte dann auch mal eine Studienreise in die DDR machen, das habe ich auch. Und dann haben die gesagt, möchtest du nicht hier studieren? Dann habe ich da studiert. Als Westbürger mit dem Westpass, ich konnte immer hin und her, wobei alle anderen Leute nicht raus durften. Und da habe ich dann meine Frau kennengelernt. Und die wollte ich mitnehmen. Meine Frau war eine Bürgerin aus Berlin. Die hat an der Charité Krankenschwester gelernt. Die wollte ich unbedingt mit in den Westen nehmen. Wir waren sowas von verliebt. Ich bin mit ihr jetzt heute noch verheiratet. Und da hat sie einen Ausreiseantrag gestellt, keine Ausreise bekommen. Da hat sie zu mir gesagt, wenn du mich wirklich willst, musst du umziehen. Dann bin ich umgezogen und das war natürlich sehr schlimm. Dann haben sie mich ein Jahr mit meiner ältesten Tochter, die habe ich mitgenommen aus dem Westen. Dann haben wir ein Jahr in Barbie in einem Aufnahmeheim gelebt und da hat dann alles angefangen. Und als ich dann die Staatsbürgerschaft gekriegt habe, ich muss es abkürzen, da haben wir dann Ausreiseanträge gestellt, 19 Stück insgesamt, nicht rausgelassen worden. Und ihr könnt es im Wikipedia und auch in Pluspedia nachlesen, da steht das viel genauer und umfangreicher drin, ich habe jetzt diese Zeit nicht. So bin ich dann hierher gekommen und habe dann mit der Kirche zusammen, schwer dazu Flugscharen, langsam angefangen, den Aufbau hin zum Abbau des damaligen Systems. Welche technischen Tools der Piraten kennst du und inwiefern nutzt du diese? Welche was? Ach so, du meinst jetzt... technische Tools? Ja, ich habe... Werkzeuge? Eigentlich nicht so sehr viele. In Liquid Feedback, da habe ich mich als mit dem, da gibt es ja die zwei Worte, eine davon ist die Spitzmaus von mir, den anderen nenne ich hier nicht, aber da mache ich nicht mehr so sehr viel, habe aber eine Benutzerseite dankenswerterweise bekommen von der Piratenpartei und da schreibe ich ziemlich viel rein und da steht auch nicht immer, dass, manchmal lasse ich da auch meinen Gedanken so ein bisschen frei laufen, da könnt ihr mehr über meine Person erfahren, als ich jetzt hier sagen kann oder darf. Welches Projekt wäre dein wichtigstes, wenn du den Bundestag einziehst, von dem du auch denkst, dass es umsetzbar ist in dieser Legislaturperiode? Bitte? Welches Projekt, jetzt geht wieder besser, welches Projekt würdest du umsetzen, was ist dein wichtigstes Projekt, wenn du in den Bundestag kommst, von dem du denkst, dass es auch umsetzbar ist? Das ist sehr schwer, denn dass wir ein Projekt umsetzen können, oh, da sind wir noch so weit von entfernt. Ich brauche nur unser Programm aufzuschlagen. Ich war ja in Bochum mit und weiß, wie wir uns um das Programm und manche Formulierungen gestritten haben. Wie schwer wir uns getan haben, das ist ein Zeichen für unsere Basisdemokratie und nicht das, was manche sagen, die sind sich nicht einig und die zerfleddern sich. Nein, das ist Basisdemokratie. Da drin steht jetzt so viel in kürzerer Form, was ich gerne umsetzen möchte, wenn ich es könnte. Wenn wir irgendwo mal in die Verlegenheit kommen sollten und wir müssen eine Koalition bilden, weil das Zünglein an der Waage fehlt, das wäre schön, dann könnten wir natürlich einiges davon, vor allen Dingen in der Datensicherheit und anderem, was dort auch steht, mit durchsetzen. Und da würde ich mich natürlich für stark machen, genau wie für alles andere, was im Programm steht auch.
Und falls es keiner fragt, wie würdest du dich verhalten? Das ist so eine wichtige Frage, die kam heute hier noch nicht. Wie würdest du dich verhalten, wenn deine Meinung der Meinung der privaten, der Piratenfraktion entgegensteht? Das möchte ich einfach beantworten, ohne dass mich das einer fragt, wenn ich darf. Ich versuche dann, mit der Fraktion meine Meinung durchzusetzen. Wenn das nicht möglich ist, werde ich auf keinen Fall unsere Partei schädigen und dann anders stimmen nachher, weil ich dieser Meinung bin. Dann ordne ich mich ein oder enthalte mich der Stimme. Auf jeden Fall werde ich auf die Mehrheitsmeinung einer Piratenfraktion tragen, egal wie. Auch an dich meine Frage zum Thema Bundeswehr-Einsätze im Ausland. Würdest du dafür oder dagegen stimmen, wenn der Bundestag sowas beschließen möchte? Ja, ich möchte da auch nicht ausweichen. Ich bin gegen die Einsätze der Bundeswehr im Ausland und bin auch dagegen, dass man sich jetzt hinter einem Beschluss der UNO versteckt und sagt, wenn die UNO das sagt, dann müssen wir das ja tun. Ich würde sagen, da haben wir diesen Fall, den ich eben angesprochen habe. Wenn die Piratenpartei der Meinung ist, dass man sich der Meinung der UNO oder vielleicht einer Fraktion anschließen muss, weil wir nun mal gerade in diesen Zwängen sind, dann würde ich mich der Stimme enthalten oder die Piratenpartei bitten, mich da irgendwie rauszulassen. Wir wissen ja, wie es heute im Bundestag gemacht wird. Wenn da wirklich mal eine andere Meinung ist und er kann vor seinem Gewissen nicht anders, dann ist er halt eben nicht im Raum. So würde ich mich dann verhalten. Aber offen dagegen, weil die Piraten dafür sind, das gibt es nicht. Ich würde der Piratenpartei auch in dieser Frage nicht schaden. Ich habe eine Frage unserer Bürgerbeteiligung. Wir wollen aber die Bürger mehr beteiligen. Hast du einen Plan, wie du das machen möchtest, also umsetzen würdest? Weil ich höre auch immer Bürgerbeteiligung, aber ich höre halt von niemandem, wie er es denn umsetzen will. Und von den jetzigen Fraktionen, die irgendwo in Landtag sitzen, habe ich nicht viel mitbekommen, wo ich mich wirklich mal im Kopf mache. Ja, das ist klar, das ist bei mir vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen. Ich bin richtig froh, dass ich im Harz einen sehr guten Stammtisch und eine sehr gute Gemeinschaft um mich herum habe. Wenn ich so höre, dass es nicht überall so reibungsarm, reiben tun wir uns auch, aber so reibungsarm wie bei uns zugeht, dann kann ich das manchmal nicht verstehen. Aber im Harz, da fühle ich mich sehr wohl, auch in diesem Stammtisch und auch mit diesen Mitgliedern des Stammtisches. Und hier muss mal erwähnt werden, die Christine, unsere Kontaktpiratin, das ist diejenige, die die Kraft hat und die Fähigkeit vor allen Dingen hat, die manch einem vielleicht fehlt und mir vielleicht auch, diese Truppe zusammenzuhalten und die immer wieder zu integrieren, dass wir hinterher mit einer vernünftigen Meinung und einer einheitlichen politischen Meinung da rausgehen. Also das ist ein Verdienst von Christine. Da du ja schon bei der Stasi-Abwicklung dabei warst, wenn wir jetzt das Zünglein an der Waage wären und was durchsetzen könnten und wir, sagen wir mal, den Verfassungsschutz, so wie er zurzeit arbeitet, auf jeden Fall abschaffen wollen, welche Schwierigkeiten siehst du oder welche Strategie würdest du da anwenden? Ja, das ist auch eine Frage, die ich in Kostwig schon mal gefragt worden bin. Da antworte ich jetzt auch das Gleiche. Ich verwende aber nicht mehr das Wort zerschlagen des Verfassungsschutzes, sondern den Verfassungsschutz integrieren, weil verschiedene Abteilungen dieses Verfassungsschutzes ja auch wichtig sind. Die könnte man durchaus bei der Polizei, die ja notwendig ist, unterbringen oder bei anderen Geheimdiensten, da haben wir ja noch zwei, wobei dann nach und nach der Verfassungsschutz abgebaut werden sollte. Das ist meine Meinung. So, die Schlange am Seilmikro ist weg. Die musst du nicht stellen. Ich frage den Kandidaten, ob er genug Zeit hatte. Ja. Okay, der Kandidat nickt. Dann bitte ich anzunehmen.
bitte ich ans Mikrofon Christian Kunze. Christian Kunze. Ach ja, du kommst schon. Sehr schön. Wenn du dir das Mikrofon ein bisschen höher stellst, dann geht es leichter und du bist besser zu hören. Also, das hat der Technik noch eine Sekunde gegeben. Ah, okay, gut. Jetzt habe ich meine nicht vorhandene Rede irgendwo einmalig bei dir und Zettel oder? Mit einer Rede drauf, ne? Scheiße. Ich habe hier die Stiftung. Ja, alles klar. Ja. Gut. Das ist nicht hier nur Stichpunkte. Damit ich nicht vergesse, meinen Namen zu sagen. Also ich bin Christian Kunze, bin 28 Jahre jung, alt, wenn man sehen will, komme aus Halle, bin in Wippra geboren, bin Pirat seit fast 3 Jahren, also am 21. Ah nee, ich bin jetzt 3 Jahre Pirat, 21. Februar 2010 bin ich offiziell angetreten, seitdem bin ich mehr oder weniger aktiv, mal mehr, mal weniger, je nachdem, ob gerade Wahlkampf ansteht oder nicht. Ja, warum bin ich Pirat geworden? Ich war vorher in der SPD, war Vorsitzender der SPD in Hettstedt und habe mich da halt politisch engagiert. Also ich bin seit, ich glaube, fast schon 10 Jahre politisch engagiert, nicht immer in irgendwelchen Parteien, aber sonst in irgendwelchen Aktionen. Und ich bin in der SPD gewesen und habe mitbekommen, dass die Basismeinung der SPD-Mitglieder eine teilweise total andere ist, wie sie von den Vorsitzenden praktisch vertreten wird. Und das konnte man, am Anfang konnte man das noch irgendwie akzeptieren, aber als es dann so an große Sachen ging, wie Krankenhausprivatisierung zum Beispiel, was ein Hauptgrund ist, warum ich ausgetreten bin aus der SPD, dass die Basis vor Ort praktisch dagegen ist, aber ich sage jetzt mal aus Magdeburg, eine andere Linie vertreten wird, hat mich unter anderem dazu bewogen, auszutreten. Danach war ich erstmal Politik oder Parteien verdrossen. Und Ende 2009, auch im Rahmen der Bundestagswahl, bin ich auch erstmal auf die Piraten aufmerksam geworden. Auch davor nicht. Also ich bin Pirat zweiter Generation, habe ich schon mal gehört, den Namen etc. Ja, und dachte mir, ja, Netz ist erstmal gut, die Struktur dort mitzumachen. Aber was mich überzeugt hat, ist diese Basisdemokratie, dass eigentlich jedes Mitglied Stimmgewicht hat und nicht Delegierte hingeschickt werden, die praktisch das, was irgendein Gremium beschließt, also die Empfehlung, die sogenannte, dann einfach nur noch abnickt. Und bin dann 2010, nachdem ich mir 2-3 Monate die Piraten auf Stammtischen angeguckt habe, bin ich dann eingetreten. Hauptsächlich, wie gesagt, durch solche Aktionen und vor allen Dingen, weil ich etwas gesehen habe. Ich habe gesehen, in unserer Gesellschaft ist der Drang dazu da, etwas zu machen, warum Leute vor über 23 Jahren auf die Straße gegangen sind. Das heißt, wir haben Technik, die jetzt mittlerweile dafür ausgenutzt wird, die Leute zu überwachen. Und in diese Richtung geht es immer schärfer und immer schneller. Und ich konnte das für mich persönlich, musste ich irgendwie versuchen, irgendeinen Weg zu finden, auch nach außen zu tragen, dass diese Form in Richtung Überwachung, dass man das nicht hinnehmen kann. Weil, und immer mehr Demokratieabbau begründet wird praktisch mit Sicherheit. Und da sehe ich die Piraten als einzige, also nicht als einzige, auch die Linke zum Beispiel und auch manchmal die Grünen, dass wir eigentlich die letzten Hindernisse sind, um nicht einen Überwachungsstaat zu errichten. Auch wenn versucht wird, medial und gerade welche Regierung, ob das nur schwarz-rot ist oder rot-grün, mit dem Lauschangriff damals, was entgegenzustellen. Entgegenzustellen, dass das so nicht weitergeht. Zumindest ist das meine Überzeugung.
Und ich sehe auch nicht, wer das eigentlich noch machen kann. Es heißt jetzt zum Beispiel im Bundestagswahlkampf, wir haben einen Lagerwahlkampf. Angespielt wird da auf CDU gegen SPD etc., je nach welche Konstellation man nimmt. Und eigentlich gibt es keinen Lagerwahlkampf, weil außer man nimmt die Linke gegen CDU, CSU, die Grünen und auch SPD. Und wir Piraten müssen zeigen, dass es auch noch eine andere Alternative gibt. Egal, was in den Medien, was für Nichtigkeiten teilweise in den Medien auch über uns gezeigt wurde, dass das einfach nicht der Realität entspricht, dass wir ernst zu nehmen sind, dass wir auch wirklich Politik machen wollen. Auch wenn wir in letzter Zeit, muss ich ehrlich sagen, ich bin froh, wenn die AV hier auch in Sachsen-Anhalt vorbei ist, auch wenn wir in letzter Zeit vergessen haben, dass Wahlkampf ist, ja, und dass wir so viel Energie gebraucht haben, um uns gegenseitig, ich sag mal, zu reiben, das war ein schönes Wort von meinem Vorredner, anstatt ja mal den politischen Gegner anzutreiben. Themen wie Forschungsprojekte für bewaffnete Drohnen sind an uns vorbeigegangen. Themen wie Mali sind an uns vorbeigegangen. Ich habe, und das sind nur ein paar Themen, ja. Wir haben uns an kleineren Themen aufgezogen, ohne jetzt eins zu nennen, und so viel Zeit, so viel Energie verschwendet, ohne dass wir die wichtigen gesellschaftlichen Fragen irgendwie beantwortet hätten. Ja, jetzt muss ich erst mal gucken. Ich habe hier drauf geschrieben WGE, weil das ist ja auch so ein bisschen. Damals in Offenbach, ich bin ehrlich, ich habe damals nicht dazu gestimmt. Was nicht heißt, dass ich es jetzt ablehne. Ich vertrete es genauso, es ist eine basisdemokratisch gewählte Entscheidung. Ich habe mich reingelesen und ich sehe es eigentlich auch als einen Weg. Es ist ein Weg, ein Generationenprojekt. Und so müssen wir das auch den Leuten verkaufen. Wir haben hier noch nicht das Rezept, sage ich jetzt mal, wie man das am besten umsetzen kann. Aber man muss sagen, es gibt auch Alternativen zu den jetzigen Systemen. Natürlich ist ein Schritt dorthin, ich sag mal, der Mindestlohn, natürlich ist ein Schritt dorthin, Abschaffung der Sanktionen von Hartz IV zum Beispiel. Ja? Und so müssen wir das auch kommunizieren, meiner Meinung nach. Nicht zu sagen, das muss gemacht werden, am besten in den nächsten Jahren, sondern zu sagen, das ist eine gesellschaftliche Frage und wir wollen das gesellschaftlich auch lösen und nicht stigmatisieren lassen, ja, ihr wollt ja Geld für sonst irgendwas, für nichts tun, sondern einfach kommunikativ das nach außen tragen und mit der Gesellschaft drüber reden, wie man sowas eigentlich umsetzen kann. Jetzt habe ich hier stehen persönliche Dinge. Wahrscheinlich, warum ich das persönlich hier. Warum mache ich das eigentlich hier alles? Ja? Warum? Nee, ich habe nur 128 Follower. Ich nehme keine Hashtags und ich schreibe nicht so viele private Dinge. Das ist mir so wahrscheinlich nicht so interessant. Ja, nee, warum ich das jetzt wirklich mache, ist, wenn wir, und das ist jetzt eine Befürchtung, ich möchte nicht damit demotivierend wirken, wenn wir es nicht schaffen, in den Bundestag einzuziehen im September, glaube ich, dass die ganze Bewegung zumindest einen herben Schlag kriegen kann. Wir sind ja keine richtige Partei, meiner Meinung nach. Wir sind eigentlich entstanden aus einer Bewegung, die gesagt hat, ja, hier außerhalb vom Parlament, da können wir zwar hier protestieren etc., aber wenn man das System ändern will, muss man zumindest teilweise ins System rein, ja, und ich kann nur sagen, wenn wir im System erstmal drin sind, wir haben ja einen Vertreter, hat man auch ganz andere Möglichkeiten, ganz andere Informationen. Man muss aber aufpassen, dass dieses System auch nicht einen vereinnahmt, dass wir die Grundsätze, warum wir das eigentlich machen wollten, dass wir eigentlich es anders machen wollten, ja, dass man die nicht vergisst. Und ich muss sagen, wenn ich irgendwann mal so alt bin, wie zum Beispiel mein Vorredner, möchte ich auch erstens eine Frau, die ich schon so lange geheiratet habe und immer noch zusammen bin. Und zweitens möchte ich in einem Staat leben, wo viel mehr direkte Demokratie herrscht, vielleicht ähnlich wie in der Schweiz. Ja? Auch wenn das als Muster.
als die, also in einem anderen Staat wie jetzt, wo nur Repräsentanten entscheiden und nicht die Bevölkerung an sich. Ja, dann gab es so viele Fragen, wie viel Zeit habe ich eigentlich? 40 Sekunden noch, ja. Okay, gut, so viel Zeit ist da nicht. Ja, es hieß Entscheidungen, ja, es gab viele Fragen, so wegen Geld im Bundestag oder so. Ja, keine Ahnung, würde eh wahrscheinlich 80% stemmen. Ja, keine Bewegung, ich habe eigentlich auch nichts mehr zu sagen damit. Sündigversammlung mit Kandidaten befragen. Dann kann dieser Kandidat jetzt befragt werden, das sei Mikrofon steht hier vor mir. Du hast gesagt, wir möchten ernst genommen werden. Du möchtest du den Menschen befragt werden? Wie willst du das befragt werden? Ja, ich alleine kann das nicht nur. Um ernst genommen zu werden, müssten wir eigentlich auch etwas einhalten, nämlich Spielregeln und vor allen Dingen im sozialen Umgang miteinander. Und in letzter Zeit haben wir diese Spielregeln einfach nicht eingehalten. Ich habe es versucht, aber ich weiß, dass auch manchmal Dinge ziemlich privat an einen rankommen und dass man dann vielleicht aus Affekt irgendwas schreibt. Aber wenn wir das nicht ändern, also auf dieser Ebene professionell werden, ich meine nicht den parlamentarischen Weg, sondern untereinander, ja, dann werden wir ernst genommen. Aber wenn die Leute denken von uns, dass wir uns noch nicht mal gegenseitig leiden können, dass wir gegenseitig Spinnerfeind sind, dann wird man nicht ernst genommen. Du hast das mal angesprochen mit Marlin, wie hättest du im Bundestag abgestimmt, wenn es darum geht? Ich muss ehrlich sagen, für mich, wenn man sich in die Materie reinarbeitet, ist Mali praktisch eine Reaktion auf die Energieversorgung von Frankreich. Frankreich besteht zu großen Teilen nur Atomstrom, über 90%. Mali hat Uranerz. In den nächsten 25 bis 35 Jahren wird Uranerz ziemlich knapp werden auf diesem Planeten. Ja, das heißt, meiner Meinung nach, Frankreich schützt nur seine energiepolitischen Ziele. Die anderen Sachen wegen, ich meine, Völkermord, Rebellen etc. stecke ich nicht so drin, aber ich hätte für keine Bundeswehr, nee, es gibt dort viele unterschiedliche Parteien, das ist nicht nur Schwarz-Weiß-Denken, das ist das Problem. Wir denken immer Schwarz-Weiß, so ist das. Ich hätte mit Nein gestimmt, ganz einfach, weil innerpolitische, ich sag mal, Konflikte in einem Land gehen einem anderen Land nun mal nichts an. Auch wenn es dort Menschenverletzungen gibt, es ist nicht das Problem leider der Deutschen, das zu regeln. Noch ein kleiner Hinweis, die Versammlung, ihr raschelt ziemlich laut und macht Geräusche und seid unruhig. Ja. Christian, inwiefern möchtest du zuverlässig, zum Beispiel auf deine Aufgaben im Vorstand bezogen, und würde sich das im Bundestag ändern? Das ist ja eine ziemliche Unterstellung. Ja. Ja, der Umlaufbeschluss, also die Beschlussdokumentation, die letzte habe ich gleich nach der Vorstandszeugs vorgemacht. Leider auf der Webseite nur, nicht im Wiki. Ich werde wahrscheinlich das jetzt eben noch doppelt machen müssen, wie sich das aus, also wie es sich zeigt. Ansonsten, ich war bei jeder Vorstandssitzung. Ich war ein einziges Mal nicht pünktlich, ja. Damit zähle ich wahrscheinlich zu den Besten, und ich wüsste jetzt nicht, warum das jetzt, und so zuverlässig werde ich wahrscheinlich auch im Bundestag sein. Aber nochmal zurück auf die Frage. Was mir in Berlin auffällt, ist, dass die Fraktion der Piraten in Berlin immer proportional mäßig mehr besetzt ist als die großen Fraktionen. Und das hat auch... Wenn wir dann Internet haben. Weil sie zum Beispiel dort Internet haben. Aber ich meine, es zeigt ja auch schon gerade über Phoenix das Bild, wenn eine Fraktion, die relativ klein ist, aber dann immer so geschlossen dasteht und das versucht wirklich nicht nur bei fachspezifischen Themen nur ihre Fachpolitiker hinzuschicken, würde ich auch versuchen,
wirklich alle parlamentarischen Sitzungen mitzunehmen. Versprechen kann ich es nicht, aber ich soll versuchen. Jetzt werde ich angeschissen. Nein. Ich hätte mal eine Frage, und zwar sollte ab wann der deutsche Bundestag in Berlin gewählt werden sollte. Zu welchen Bedingungen und ab welcher Summe wärst du käuflich oder bestechlich? Ja, ich mache auch runter. Auch Sie dürfen mich dazwischen rufen. Ich muss sagen, ich mag's. Aber um jetzt nochmal zurückzukommen, Geld hat für mich eine, man braucht es zum Überleben, das ist nun mal in unserer Gesellschaft so. Aber mein Ziel im Leben ist nicht reich zu werden. Bei mir, in meiner Familie sind viele Menschen schon gestorben. Ich habe Menschen begleitet in meiner Familie, wie meine Großmutter, bis zum letzten Abendzug. Und es kamen Leute von meiner Familie, die haben gefragt, kann man mit 20.000 Euro jetzt nicht noch eine bessere Behandlung machen? Dann hat der Arzt gesagt, manche Dinge kann man für Geld nicht kaufen. Und an diesem Punkt weiß ich, dass ich über Geld nicht zu haben bin. Ich bin nicht bestechlich. Ich bin erpressbar, ja, wenn man Leute in meinem Umfeld irgendwie was tut. Aber kaufen kann man mich nicht. Wenn du heute gewählt wirst, würdest du dein Vorstandsamt niederlegen? Ich würde mein Vorstandsamt erst niederlegen, also ich würde nicht wieder antreten, aber ich würde es zu Ende führen. Weil das habe ich bis jetzt immer gemacht. Egal auch wie auch immer. Christian, du hast schon mal im Wahlkampf selber mitgemacht, auch mit wenig Leuten. Hier. Und nicht über euch, ja. Keine Zwischenrufe, Entschuldigung. Mir geht es einfach darum, was auch vielleicht ein bisschen heute kurz ist. Wie glaubst du, kannst du einen Wahlkampf für die Piraten Sachsen-Anhalt? Du bist relativ stark konzentriert auf alle. Naja. Ich bin ja Direktkandidat im Mansfelder Land. Warum bin ich da Direktkandidat? Warum habe ich erstmal da kandidiert? Ich komme aus dem Mansfelder Land, also Mansfeld-Südharz. In Halle liegt sowieso dann nicht so mein Kernbereich. Das ist der Bereich von Stefan Schurich. Aber ich sage euch mal eins, ob ich hier gewählt werde oder ob ich im Mansfeld-Südharz Wahlkreis 74 gewählt wäre oder nicht gewählt werde, ich mache sowieso das Gleiche. Ich werde wahrscheinlich in Magdeburg Plakate aufhängen. Ich werde irgendwo in Buxtehude, sagen, gut, das liegt nicht in Sachsen-Anhalt, aber irgendwo in den kleinen Kampfplakate aufhängen. So wie ich schon zur Landtagswahl gemacht habe, zur Oberbürgermeisterwahl oder sonst was. Aber was auch wichtig ist, wir müssen gegenseitig uns auch um Hilfe bitten. Viele sagen immer, ja, du hättest machen müssen, aber wenn keiner fragt, ja, dann von alleine das alles zu machen, ist ziemlich schwierig, was manchmal als Kritik kommt. Hallo Christian, du hast ja auf der Mailingliste angekündigt, aufgrund des Verhaltens einiger Personen dein Vorstandsamt ruhen zu lassen. Du hast ja darauf nicht auf meine Frage geantwortet, die ich dir damals gestellt habe, was das bedeuten würde. Weil konsequenterweise würdest du dir dein Vorstandsamt ja zurückgeben oder zurücktreten, wenn du es ruhen lassen möchtest. Und wie stehst du dazu, dass du deine Position, damit du dafür gewählt wurdest, irgendwie aufgrund persönlichen Fehlverhaltens anderer Personen zur Verfügung stellst? Das war für mich nicht nachvollziehbar. Ich habe es nicht zur Verfügung gestellt. Ich habe gesagt, ich werde die nächsten Vorstandssitzungen und so nicht anwesend sein. Ich habe das deswegen gesagt, um zu protestieren, um auch mal zu zeigen, dass von mir jetzt aus eine Entscheidung notwendig ist. Ich war zum Beispiel auch beim letzten Stammtisch, ich war auch bei der letzten Vorstandssitzung. Ich bin jetzt wieder da, es wurde was gemacht, ich kann darüber jetzt nicht reden, aber ich habe das ja nicht gesagt, weil ich keinen Spaß mehr habe oder weil ich mich der Verantwortung entziehen will. Ich habe das gesagt, weil für mich Schaden an der Partei und vor allen Dingen in meinem Umfeld entstanden ist. Und dass man das nicht einfach so tolerieren soll, so wie die letzten Monate. Und das wollte ich damit ausdrücken. Und außer zurückzutreten, gut, das hätte wahrscheinlich noch weniger, hätte dann nichts bewirkt, weil ich auch nichts mehr machen hätte können, habe ich versucht, so klarzustellen, dass ich das nicht mehr so akzeptieren werde.
Ja, also ich finde es super, dass du zu der SPD-Vergangenheit stehst erstmal. Das könnte vielleicht nicht alles so sein. Eine Frage. Wenn du jetzt als Kandidat gewählt wirst, gesetzt den Fall, wir sind dann erfolgreich und du landest im Bundestag, kommt ja irgendwann der Tag, an dem ein Kanzler oder eine Kanzlerin gewählt werden muss im Deutschen Bundestag. Könntest du für Angela oder für Peer stimmen? Und egal wie die Antwort ausfällt, warum? Ich muss ehrlich sagen, darf ich in der Zwischenzeit ganz kurz nochmal um Ruhe bitten. Es gibt hier Beschwerden aus der Mitte des Saals, dass anscheinend von ganz hinten, was ich hier vorne nicht höre, weil von hier vorne irgendwie die vordere Hälfte des Saals ist wie in der Schule total brav und die letzten Reihen höre ich nicht und da scheint Krach gemacht zu werden, was die Leute, die in der Mitte sitzen, stört. Also bitte, wenn ihr quatschen wollt, draußen gibt es ein richtig schönes Foyer, da gibt es bequeme Sessel. Geht bitte zum Quatschen raus und seid hier drin so leise, dass die anderen Piraten sich auf die Kandidaten konzentrieren können. Danke. Zwischen Herr Steinbrück und Dr. Angelika Merkel ist erstmal festzustellen, für mich zumindest, dass es da keinen Unterschied gibt. Egal welchen der beiden man wählen oder unterstützen würde an der Politik, wie sie in den letzten 12 Jahren gemacht wurde, würde sich nichts ändern. Also müsste ich mich zwangsweise enthalten. Also ich würde kein Peer Steinbrück wählen, ja, ganz besonders nicht, weil er unter der SPD noch als, ich würde mal sagen, als Neoliberal könnte man schon sagen, ist Herr Steinbrück, ja. Und wie Frau Merkel ist, das wissen wir alle. Außer es gäbe einen linken Kandidaten, den würde ich wahrscheinlich, je nachdem welche Person es ist, unterstützen, aber keinen von beiden. Ich würde mich enthalten. Hallo Christian. In welchen Arbeitsgruppen oder Ausschüssen würdest du gerne mitarbeiten und im Jahr mal so? Wo liegen deine Präferenzen? Also ich finde den Innenausschuss wichtig, ich finde den Finanzausschuss wichtig. Das sind jetzt die zwei, wo ich versuchen würde, aktiv mitzuarbeiten. Warum der Innenausschuss? Naja, wenn wir jetzt mal sehen, ist der Innenausschuss dafür verantwortlich, welche Überwachungsmaßnahmen, welche Gesetzesänderungen zur Überwachung etc. gemacht werden. Und da ich weniger Überwachung möchte, weniger Überwachung haben möchte, würde ich versuchen, in diesem Ausschuss zu sein, um die Argumente der Piratenpartei anzubringen, um zu sagen, hier gibt es Leute, die wollen das nicht so und das können sie auch begründen. Beim Finanzausschuss bin ich deswegen, weil in letzter Zeit hat sich so gezeigt, dass es enormes Missmanagement gibt. Bär zum Beispiel, aber da haben wir hier einen anderen Profi, oder Stuttgart 21, das sind nur ganz kleine Beispiele. Es gibt bundesweit Fehlausschreibungen, die nur für bestimmte Firmen, praktisch auf bestimmte Firmen zugeschrieben sind. Ausschreibungen, die schon, wo von vornherein klar ist, dass diese Summe nicht eingehalten werden kann, aber trotzdem reingeschrieben wird, damit man das auch durchdrücken kann, dass man an dieser Vergabepraxis was ändert und ehrlich, und dass es auch eine Partei gibt, die dann ehrlich sagt, da steht zum Beispiel 2 Milliarden, nie im Leben wird das 2 Milliarden kosten. Deswegen auch Finanzausschuss etc. Ich lasse den Alios als Gastgeber zu, wenn die Versammlung nichts dagegen hat. Okay, Alios, du darfst. Jawohl. Du hast eben gesagt, dass du sozusagen von den beiden jetzt schon fast verschiedenen Kanzlerkandidaten keinen wählen würdest. Gäbe es denn vielleicht irgendwie ein Angebot, was dir einer der beiden als MDB machen könnte, wo du sagen würdest, okay, wenn ihr das macht als Regierung, dann könnte ich mir auch vorstellen, einen von den beiden zu wählen. Sollte die Piratenpartei, was ich nicht hoffe, in irgendeiner Abstimmung dazu kommen, einen von den beiden, weil er irgendwelche Dinge einhält, wählen zu wollen, dann würde ich mich an dieses Bild halten. Aber ich kann keinen Herr Steinbrück und ich glaube auch keinen Herr Steinbrück, dass er überhaupt nur eine Forderung eingehen wird. Und wenn er diese Forderung eingeht, also man kann es probieren, aber ich glaube, beide Charakter würden nicht auf eine Forderung eingehen.
Aber wir nehmen jetzt mal den Fall, die Fraktion der Piraten würde sagen, wir schaffen jetzt die Vorratsdatenspeicherung endgültig vom Tisch, obwohl das EU-Recht ist, eigentlich kann das die Regierung nicht, aber wir sagen es jetzt einfach. Und die Piratenpartei sagt, gut, wählen wir Steinbrück oder Angela, dann ja, aber das wäre schon der maximale Fall, wenn die Datenvorratsspeicherung weg ist. Ansonsten könnte ich mir gerade nicht vorstellen, was für ein Kompromiss geben sollte. Ja, dann muss ich mich kurz bei dir entschuldigen. Ich habe nämlich deine Antwort wahrscheinlich schon wieder vergessen, deswegen stelle ich die Frage auch dir. Was ist dein wichtigstes Projekt, das du durchführen würdest, wenn du in den Bundestag kommst, von dem du glaubst, dass es auch umsetzbar ist? Mein wichtigstes Projekt. Wir haben ein Liquid Feedback, was ich gerne anders nennen würde, damit auch die Leute außerhalb der Piratenpartei verstehen, was es ist. Ein Liquid Feedback, was zurzeit immer noch unergonomisch ist, zu aufwendig, die Hürden sind zu groß. Wir müssen zeigen, und falls wir im Bundestag sind, dass wir das wirklich ernst nehmen und dass wir endlich Leute beschäftigen, die, also wir brauchen Geld dafür, die Beauftragte sind von diesem Liquid Feedback, die die Anträge nicht schreiben, aber überarbeiten, die das weiter programmieren, vielleicht auch irgendwann heißt es dann nicht mehr Liquid Feedback, sondern irgendwie anders, ich weiß es nicht, also innerparteilich kann es ja auch so bleiben, aber wenn man es nach außen tragen will, sagen will, wir haben hier ein basisdemokratisches Tool, dann müssen wir daran arbeiten und ich werde versuchen, also ich werde nicht mitarbeiten, Ressourcen dafür zu schaffen, das heißt Geld, dass dieses Tool endlich mal so einfach zu bedienen ist wie jedes App, wie jede App auf jedem iPhone. So, die Frageschlange ist erschöpft, also wir. Ich frage den Kandidaten, ob er genug Zeit hatte. Viel zu viel. Ja. Gut, dann bitte ich Sandra Tietke auf die Bühne. Ja genau, du kannst hier dein Nummernschild hinten bei den Wahlhelfern abholen. Habe ich doch schon gefragt. Guten Morgen, Frau Vorsitzende. Okay, Sandra. Hallo, ich bin Sandra Tietke, 27 Jahre alt und hier aus Dessau. Ich arbeite und lebe schon viele Jahre in Dessau und engagiere mich jetzt seit einem Jahr aktiv für die Piraten in Dessau und Sachsen-Anhalt, aber auch in Bundes-AGs. Bundes-AG bin ich in der AG Kulturpolitik. Da habe ich heute früh eine ganz tolle Nachricht gekriegt. Es war auch so der erste Start in den Tag, der mir gesagt hat, okay, es wird ein schöner Tag. Der Duisenberg hat uns geschrieben, dass wir vielleicht den Kulturkonvent, der mehrere Bundesländer zusammen organisieren und hier in Dessau machen können. Also es ist natürlich noch nicht organisiert und nichts, aber einfach so, man steht morgens auf und man kriegt so eine Nachricht und denkt sich, okay, das ist schön. Ja. Ansonsten bin ich halt in der Bundesagentur, kann ich das ein Stück runter? So? Okay. Ansonsten bin ich in der Projektgruppe Bundestagswahlen hier in Sachsen-Anhalt aktiv. Das schleift momentan ein bisschen. Ich bin ehrlich, es wäre wahnsinnig schön, wenn einfach nächsten Donnerstag, wenn wir jetzt die Liste aufgestellt haben, viel mehr Leute mit ins Mammel kommen und mit bei dieser PG-Wahl sind, weil der Lenz da, der nachher noch drankommt, und auch die anderen, die nachher noch drankommen, engagieren sich jede Woche unheimlich dafür und wir kämpfen immer darum, dass wir viel mehr Leute dort werden, die sich auch engagieren und das durchziehen können mit dem Wahlkampf, weil wir können, selbst wenn wir jetzt heute eine richtig tolle Liste wählen, mit super geeigneten Leuten, die als Team funktionieren, können wir nur zusammen den Wahlkampf wirklich toll machen, wenn alle, die da sind, dann auch im Mammel aktiv mit beitragen, was wir machen und dann aktiv vor Ort im Wahlkampf mit uns Plakate aufhängen, mit uns Infostände organisieren und mit uns zusammen ja, die Bürger erreichen. So wie wir das heute zum Beispiel gemacht haben. Ah, das wollte ich eigentlich am Anfang sagen. Also ich möchte mich nochmal ganz herzlich von mir persönlich bedanken, dass ihr alle mit bei der Menschenkette wart, dass wir knappe, ja, 70, 80 Piraten waren. Wir haben wirklich ganz viele Meter, es waren knapp, ja, wie viele Meter macht man so zu zweit, das sind 1,5 Meter, rechnen kann ich nicht, 1,5, 150, 200 Meter haben wir zusammen geschafft.
Es waren laut Uwe hat schon mit uns geredet, der ist auch vom Netzwerk Gelebte Demokratie, die das organisiert haben, wo auch die ganzen Flyer und Plakate hier hängen, hat gesagt, es waren 2300 Personen. Die Kette war vollständig geschlossen. Wir haben definitiv ein Zeichen gesetzt, dass wir in Dessau die Rechten nicht in der Stadt haben wollen. Das sollte es nämlich sein. Ich habe schon gehört, organisatorisch fürs nächste Mal nehme ich mir mit. Vorher eine Präsentation an die Wand, dass die Leute das sehen, dass, wenn noch nicht offiziell die Veranstaltung angefangen hat, beziehungsweise dann auch noch mal in der Einleitungsrede oder so ein bisschen näher drauf eingehen. Es ging nicht darum, dass wir uns den Rechten in den Weg setzen oder sie bewusst an der Demo hindern, sondern es ging darum zu zeigen, dass wir als ganz normale Menschen, dass alle ganz normalen Menschen jeden Tag auf die Straße gehen können, sich hinstellen können und keine Angst haben müssen, dass ihnen bei einer Demo etwas passiert, weil wir ja einfach diese Menschenkette gemacht haben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Darum stehe ich jetzt auch hier. Es ist so, ich möchte, dass wir alle beteiligen, dass wir mit allen zusammen ja, Demokratie machen, Politik machen, Gesellschaft gestalten. Ich möchte nicht irgendwo dann im Bundestag sitzen, mein Mandat haben und mir irgendwelche Sachen zuarbeiten lassen. Es geht darum, dass die Menschen begeistert sind, das, was dort im Bundestag entschieden wird und dass sie sich dafür interessieren und dass sie durch ein vernünftiges Bildungssystem auch die Möglichkeit haben, sich zu informieren. Es ist jetzt so, wenn ich irgendwas suche, es ist jetzt gerade, okay, Dessau als Beispiel ist Kommunalpolitik, aber wir sind nun mal in Dessau wirklich sehr engagiert, wirklich sehr aktiv. Und wenn wir Informationen suchen, wir suchen uns tot, wir gehen da auf dieses Ratsinfosystem, müssen manuell jeden Ausschuss aufrufen, wo wir Daten brauchen, jedes Protokoll manuell aufrufen, weil das einfach nicht so im Internet transparent dargestellt wird, dass es ein leichtes ist, aufzustehen, Computer anzumachen und sagen, okay, ich gucke jetzt mal, was die nächste Woche im Ausschuss besprechen. Und das finde ich wichtig, weil Politik kann nur Spaß machen, wenn es auch einfach ist, dass man an die Informationen rankommt. Und das ist, es ist eben nicht so, dass man sich die Informationen erfragen muss ständig, sondern dass man einfach die Möglichkeit hat, sich überall zu informieren, was einen interessiert und dann auch diese Begeisterung und Motivation dafür zu entwickeln. Dass wir eben wirklich zusammen was machen und zusammen uns begeistert einsetzen können tagtäglich. Und das ist, also ich bin Direktkandidatin Wittenberg, Dessau-Wittenberg, oh Gott, ich hatte es aufgeschrieben, ich muss da drauf gucken. Ich bin Direktkandidatin Dessau-Wittenberg, kandidiere jetzt auch für die Liste. Ich bin ganz ehrlich, es ist so, momentan schaffe ich in meiner Freizeit zu 100% Einsatz für Dessau, für meinen Wahlkreis. Ich weiß, dass ich zusätzliche Zeit investieren muss für die Landesliste. Dankeschön. Fast es? Ja. Oh Gott, jetzt habe ich schon 5 Minuten gesprochen. Ich weiß, dass es mich zusätzliche Zeit kosten wird im Wahlkampf. Ich gehe 40 Stunden arbeiten, wie die meisten. Ich habe einen Familie, Freundeskreis. Ich habe Menschen, mit denen ich gerne meine Freizeit verbringe. Ich weiß, dass alle in meinem Freundeskreis akzeptieren, respektieren und es toll finden, dass ich mich engagiere. Ich habe auch schon mal jemanden mit zum Stadtrat genommen, der gar nicht in der Partei ist und hat gesagt, Mensch, eigentlich könnte man ja jeden Monat hingehen. Es ist ja doch interessant, wenn man sich vorher informiert. Da setzt dann wieder dieses Transparenzproblem ein, weil sich eben alle Menschen diese Informationen irgendwo hart erarbeiten müssen und im Alltag einfach nicht die Zeit haben. Ja, und das finde ich persönlich ganz wichtig. Ich gucke jetzt nochmal auf meine Spielzettel. Ja, zu Freie Demokratie, damit die Frage nicht extra gestellt werden muss. Also den Verein Freie Demokratie kenne ich nicht. Der engagiert sich bestimmt ganz toll, aber ich kenne das Netzwerk Gelebte Demokratie, was in Dessau jeden Tag aktiv ist, was mit ganz vielen verschiedenen Leuten aktiv ist und was wirklich Spaß macht, sich einzubringen gesellschaftlich. Und ja, Demokratie ist ja schön, also wird dieser Verein möglicherweise, wird man mich dann in nächster Zeit aufklären, was das für ein Verein ist, aber ich denke, ich muss nicht jeden Verein kennen, einfach, dass die Frage jetzt nicht kommt. Dann zu den Auslandseinsätzen, das hatte ich vorhin auch mitbekommen. Ich muss aus dem Bauch heraus ganz persönlich sagen, ich bin absolut gegen Gewalt, ich habe da einfach ein ganz großes Problem mit. Das ist dabei keinster Weise sachlich zu begründen, das ist einfach subjektiv meine Entscheidung. Wenn es um das Thema Auslandseinsätze geht, muss man allerdings auch so ehrlich sein und sagen, okay, es geht hier auch um Sachargumente. Diese Sachargumente habe ich zum heutigen Zeitpunkt noch nicht. Ich werde in den nächsten 1-2 Wochen anfangen, mich zu informieren. Ich habe eine Einladung zum Thema Rüstungsexporte. Das heißt, das ist ja Krieg. Das heißt, es hat irgendwas mit Auslandseinsätzen, mit Ausland zu tun, mit Waffen.
Und im Zuge dessen haben wir schon Brainstorming gemacht. Also wir haben schon die AG angeschrieben, die Zuständigen, und ein paar nette Menschen angeschrieben von den Piraten. Ja, einer von den netten Piraten, die davon Ahnung haben, ist heute sogar hier. Und dementsprechend werde ich mich da in nächster Zeit einarbeiten und muss dann natürlich auch dort bei dieser Diskussionsrunde meine Meinung kundtun, unsere Meinung kundtun, unsere Arbeitsstände, die wir jeweils haben. Und darum kann ich aber jetzt sagen, ich kann nicht sachlich argumentieren wegen Auslandseinsätzen. Aus dem Bauch heraus bin ich gemeint, aber ja. Und jetzt ist wahrscheinlich die Fragerunde eröffnet. Ich frage erstmal die Versammlung, ob sie dich fragen will. Ja. Ich bitte um das Kartenzeichen. Okay, die Fragerunde ist eröffnet und ich bitte Fragesteller ans Mikrofon. Also, unser Programm, hallo? Unser Programm ist ja inzwischen schon ziemlich dick. Welche Punkte gibt es, wo du nicht mit den Positionen aus dem Programm meinst? Das ist eine schwierige Frage. Ich habe auch schon oft darüber nachgedacht. Also es ist so, ich bin in die Piratenpartei gekommen, erstmal grundsätzlich wegen Transparenz, Datenschutz, Bürgerbeteiligung. Und das fließt in alle Punkte mit ein. Und somit kann ich mich, wenn ich sage, gut, Datenschutz und Transparenz, das ist eine Bildungssache. Und natürlich unterstütze ich das. Und es ist ganz schwer zu sagen, dass ich mit einem Punkt jetzt total konträr gehe. Also aktuell ist nichts entschieden, wo ich sage, okay, da kann ich nicht mitgehen. Hallo, meine Frage geht in eine ähnliche Richtung. Die Piratenpartei ist ja glücklicherweise eine sehr pluralistische Partei. Und deswegen wollte ich mich eigentlich erkundigen, ja, in welche unserer politischen Strömungen, wenn du so willst, die wir unter einen Hut bringen, wirst du dich denn eigentlich verorten? Wo würdest du sagen, okay, das liegt mir ganz, ganz besonders am Herzen, oder da sehe ich mich eigentlich eher noch positioniert in ihm einer anderen Positionierung innerhalb der Partei? Also ich finde Strömungen immer sehr schwierig zu beurteilen. Ich mag es nicht, wenn man schwarz-weiß denkt. Ich bin der Meinung, man sollte Sachargumente von beiden Seiten pro und contra immer beachten und in seine Entscheidung wirklich einfließen lassen. Und dementsprechend finde ich es schwierig zu sagen, ich bin jetzt Teil einer bestimmten Strömung. Also ich finde zum Beispiel, ich bin gegen Atomkraft. Ja, auch wenn ich weiß, dass Menschen sagen, es ist wohl so, wenn man beim Röntgen, das hätte auch was mit diesem Atom zu tun. Soweit bin ich aber fachlich nicht, in keinster Weise. Das heißt, ich nehme das zur Kenntnis, kann es aber selber nicht beurteilen und möchte gerne weiterhin keine Atomkraft. So als Beispiel, also ich respektiere die Meinung und ich respektiere, dass Menschen Argumente für etwas haben. Aber ich möchte nicht sagen, ich sehe das jetzt schwarz-weiß, ich bin dafür, ich bin dagegen und es gibt nicht die andere Position. Das finde ich immer sehr wichtig, dass man auch Kompromisse da schließt und sich findet und gemeinsam ein Ziel zusammenfindet. Danke. Oder habe ich die Frage falsch verstanden? Ebenso. Aber Sandra, wir haben ja Feedback am Wertschirm, die unsere freie Wahlkampf aufthemen. Kannst du mir die nennen, bitte? Na, ich denke... Also in Sachsen-Anhalt jetzt nicht gut. Du meinst unsere Projektgruppe. Mit den Projektgruppen. Ja, wir hatten in der Projektgruppe, also ich kann es kurz mal anschneiden, wir hatten in der Projektgruppe überlegt, dass wir Themenmonate machen und die Themenmonate immer den jeweiligen Themen von unserem Grundsatzprogramm zuordnen. Und es ist so, dass wir das dann zusammengesucht haben und in Liquid Feedback eingestellt haben und abstimmen lassen haben, welches Thema uns das wichtigste ist und womit wir dann im Grunde anfangen. Und ich glaube, an allererster Stelle, weil es auch alles letztendlich einschließt, waren die Grundrechte. Und danach kamen Demokratie und Bildung. Ich weiß aber nicht mehr, auf welchem Platz. Sandra, du hast von 10 Minuten geredet, seit 4 Minuten schon allein benutzt, um Danke zu sagen. Das zeigt eigentlich deine Einstellung. Positiv. Aber du bist auch. Als Kandidat musst du auch Kante zeigen. Zumindest auch gegenüber den anderen, nicht hier Kandidaten, sondern gegenüber den anderen Parteien. Das
schaffst. Also ich denke, ich kann auf jeden Fall Kante zeigen. Ich gebe zu, ich bin jemand, ich möchte gerne Kompromisse schließen, ich möchte ungern streiten und ich möchte vor allem sachlich diskutieren und nicht auf persönlicher Ebene irgendwo Angriffe erleben. Ich erlebe das, ganz klar, wir sind ein Team, wir sind eine Gruppe, es hat nicht jeder einen guten Tag und da kommt auch mal was Persönliches. Und damit muss man umgehen, damit kann ich umgehen. Ich arbeite ja auch seit 7 Jahren, ich war davor in der Schule, ich habe Familie, man hat ja immer letztendlich ein Lebensumfeld, wo nicht immer alle freundlich und nett sind. Es gibt immer Diskussionen, wo man sich nicht versteht, wo man unterschiedliche Standpunkte hat. Und ich denke, ich kann auch ganz knallhart ein Thema vertreten, was ich vorbereitet habe und muss mich da nicht verstecken vor irgendeinem Harmoniebedürfnis. Ich stelle meine neue Frage, wo bin ich? Betrachtest du dich mehr als lokal oder mehr als Bundespolitikerin und warum? Beides. Ich bin der Meinung, man muss Bundesthemen lokal vertreten, man muss Bundesthemen lokal bei den Menschen anbringen, dass sie begeistert sind, dass sie da mitwirken wollen, weil ich halte es nicht für sinnvoll zu sagen, das sind Bundesthemen, die sind ganz weit weg, die können wir eh alle nicht beeinflussen. Das ist genau der Punkt, den ich damit nicht möchte. Ich möchte, dass wir auf Lokalebene mit Bundesthemen arbeiten können, dass die Menschen sehen, das ist nicht weit weg. Es ist Teil unseres Alltags und wir können mitbestimmen. Nochmal. Ich hatte zu der Abgeordneten Halle hatte ich eine Frage gestellt, dass es doch im Bundestag Geheimakten gibt. Und hatte die Kandidaten gefragt, ob sie die veröffentlichen würden. Die hatten dann ja gesagt. Was kommt aus Transparenzgründen heraus? Wie siehst du das? Würdest du Geheimakten aus Transparenzgründen veröffentlichen oder nicht? Also es ist so, ich arbeite in der Stadtverwaltung. Ich arbeite auch in einem Amt, wo es um Datenschutz geht. Wir haben da auch Unterlagen, die man nicht einfach so sofort rausgeben kann. Es kann sein, dass die Sachen überarbeitet werden müssen und ähnliches. Und ich bin der Meinung, wir müssen die Rechtslage, so wie sie jetzt ist, auch akzeptieren. Wir arbeiten in einem Gremium, wir arbeiten in einer Gesellschaft, wo es Gesetze gibt und diese Gesetze müssen dann auch eingehalten werden. Aber wir sind da, um sowas zu ändern und zu erreichen, dass Dinge, die nicht geheim sein müssen, nicht mehr geheim sind. Böse Frage, oder? Nee, ich wollte, also du hast so ein bisschen geguckt, als ich geklatscht habe, als du deine Notizen durchgescrollt hast. Ich wollte das kurz erklären. Also, ja, ich dachte, warum klatscht das? Du hast so viel Begeisterung für das Thema Teilhabe rübergebracht. Ja. Mit den einfachen Worten, die du gefunden hast, da habe ich meine Zustimmung ausdrücken wollen. Das nur so viel dazu. Es kam extrem glaubhaft rüber. Ich wünsche mir, dass mehr Piraten das so erklären könnten, was wir uns von Teilhabe an demokratischen Prozessen wünschen und verstehen, wie du. Danke. Ja, du darfst da ruhig ganz schnell diskutieren. Eine ganz konkrete Frage: Welche Ausschüsse würdest du denn gerne besuchen, beziehungsweise in welchen Ausschüssen würdest du denn gerne arbeiten? Hast du dir die Liste mit den ganzen Ausschüssen mal angeguckt? Wie viele Ausschüsse es gibt? Okay, gut, also es gibt wirklich ganz viele Ausschüsse und zu jedem Themengebiet findet sich etwas und ich muss sagen, immer wenn ich mir diese Ausschussliste angucke, immer etwas überfordert, weil ich alles wahnsinnig interessant finde. Und ich bin der Meinung, es kommt darauf an, wie sich die Fraktion im Bundestag nachher zusammensetzt, welche Menschen dort sind, welche Fachgebiete vertreten sind. Und ich denke, dass ich bis auf vielleicht Auslandsrecht oder Waffenrecht, ich glaube, da wäre ich ein bisschen falsch, alles, was so damit zu tun hat, aber ansonsten finde ich mich, glaube ich, in so ziemlich jedes Thema rein, weil ich einfach so oft sehr vielseitig interessiert bin. So, die Frage Schlange ist erschöpft, dann frage ich dich, hattest du genug Zeit, dich vorzustellen? Ja, klar. Dann kannst du dir deine Nummer hinten bei den Wahlhelfern abholen. Und ich bitte auf das Podium den Roman. Roman Ladig, aufs Podium bitte. Okay. Test.
bisschen klein, ja? Ja. Hi. Mein Name kennt ihr ja schon, Roman Lahr. Ich stelle mich jetzt nicht nochmal vor, weil bestimmt mich sehr viele Leute auch kennen. Ich lese einfach mal meine Rede vor. Die Piratenpartei ist meine politische Heimat, da sie für mich wie keine andere Organisation das Potenzial hat, das aktuell veraltete politische System, was man ja getrost schon als postdemokratisch bezeichnen kann, zu heilen. Und zwar, indem wir die gesellschaftlichen Herausforderungen und Schrauben des Informationszeitalters strukturell in das politische System einbringen. Klingt kompliziert? Lass mich das kurz erklären. Als 2009 die etablierten Parteien in einem Anflug von Inkompetenz beschlossen hatten, das Netz zu filtern, traten sie damit die Hoffnung und Träume vieler junger Menschen mit Füßen. Diese sahen und sehen eben im freien Netz eine Grundmöglichkeit der Teilhabe an unserer Gesellschaft und damit eine Stärkung des demokratischen Prozesses. Von der etablierten Parteipolitik belächelt und unverstanden formulierten die Piraten Ziele und Methoden, um eben genau die Möglichkeiten des Informationszeitalters in den demokratischen Prozess einzubringen. Es war vor allem das Wie und weniger das Was, welches den Piraten ihren Anfangserfolg ermöglichte. Wir haben mit einem lächerlichen Budget und mit wenigen 100 bis 1000 Aktiven aus dem Nichts 2% der Wählerstimmen bei der Bundestagswahl 2009 geholt und damit den Beweis erbracht, dass unser Konzept, unsere Methode funktioniert. Die klassischen Parteien haben lange gebraucht, um zu verstehen, was uns Piraten ausmacht. Nun, man muss sich dabei vor Augen halten, dass unser demokratisches System auf einer Parteienpolitik fußt. Ich denke, das wissen viele. Welches sich ideologisch und dogmatisch immer mehr aufheizt. So kommt es zum Beispiel nicht mehr darauf an, wie die inhaltliche Qualität der Arbeit im Parlament ist, sondern mit welcher Farbe der Inhalt belegt ist. Es wird der schwarze Peter hin und her geschoben. Ja, damals hat er schon Schröder mit Rot-Grün das und das beschlossen. Ja, wir haben ja schon in der letzten Legislaturperiode gesagt, dass wir Recht haben und jetzt endlich geht es zu. Es geht nur noch um Schuldzuweisungen und Glauben. Ja, um Glauben, ob ein Politiker, eine Fraktion oder eine Partei kompetent ist. Es hat nichts mehr mit einem parlamentarischen System zu tun, welches die Abbildung des Wählerwillens darstellen soll und welches diesen Wählerwillen umsetzt. Es ist eine reine Machtpolitik geworden. Und diese Machtpolitik versagt. Das politische System übrigens nicht nur in Deutschland ist vor allem wegen dieser Machtpolitik in seiner Innovationskraft fast zum Erliegen gekommen. Es geht, wie schon erwähnt, in der Politik nicht mehr um die Sache bzw. Inhalte, sondern darum, aus welcher Ecke diese kommen. Und darum, ob Parteien oder Personen glaubwürdig seien, wie schon erwähnt. Politik hat aber im Idealfall nichts mit Glauben zu tun, sondern darum, sachlich, konstruktiv, mehrheitsfähige Positionen zu erarbeiten, um eben den Wählerwillen umzusetzen. Ja, eigentlich das Kriterium schlechthin. Ich erinnere an dieser Stelle gerne an das gültige Papier, auf dem steht, wer denn der eigentliche Souverän in diesem Staat ist. Ja, wie ihr jetzt schon sicherlich gemerkt habt, liegt meine persönliche Agenda, mein Ansatz in der Arbeit als möglicher Bundestagsabgeordneter primär im Fixen von strukturellen Mängeln. Ja, lasst mich daher kurz an ein paar Beispielen erklären, was ich damit genau meine. Zum Beispiel die mangelnde legislative Kompetenz des Parlaments. Ja, Gesetze werden heute in den Ministerien vorbereitet. Das Parlament hat bis auf die Regierungsmehrheit wenig Mitspracherecht. Dies möchte ich heilen, indem ich mich für Minderheitsregierungen ausspreche und als Abgeordneter ein Tolerierungsmodell unterstützen würde. Denn dort würde es sehr um inhaltliche Zusammenarbeit und um das Suchen von dynamischen Mehrheiten gehen. Der Wählerwille wäre viel deutlicher umgesetzt. Zum Beispiel zu große Distanz zwischen Bürger, Wähler und Abgeordneten. Diesen Punkt, also ein ganz wichtiger Punkt, diesen Punkt möchte ich begegnen, indem Modelle wie Liquid Feedback und generell eine sehr hohe Transparenz als ständige Rückkopplungsinstrumente für die Fraktionsarbeit installiert haben möchte. So können alle Menschen ständig viel besser die aktuelle politische Arbeit vor Ort kontrollieren und beeinflussen. Darüber hinaus setze ich mich für noch mehr direkt demokratische Elemente in unserer Gesellschaft ein. Zum Beispiel, parlamentarische Arbeit lässt des Öfteren den Bezug zum zeitaktuellen gesellschaftlichen Diskussionsstand vermissen.
Nur zwei Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit, das Leistungsschutzrecht, aus der längeren Vergangenheit, zu unser Erschwerungsgesetz. Ja? Da fragt man sich doch, was machen die da? Hier spielt für mich der wissenschaftliche Dienst des Bundestages eine entscheidende Rolle. Dieser soll meiner Meinung nach in die Richtung einer vierten Gewalt, einer sogenannten Innovative, entwickelt werden, stärker in den legislativen Prozess involviert werden und demzufolge auch mehr Recht bekommen. Und letztens zum Beispiel, wie ich schon erwähnt habe, Politik aufgrund von Glauben statt von Wissen. Ja. Ein schwieriges, wenn nicht vielleicht das größte Problem fällt. Diesen begegne ich durch die Vermittlung eines konstruktivistischen Politikstils. Lasst mich euch damit gleich mal erschlagen, ich erkläre es euch. Konstruktivistische Politik bedeutet für mich, dass ideologische Schranken abgebaut werden, dass es zum Beispiel auch keine Endwahrheit gibt, ja, etwas sei alternativlos oder der oder diejenige sei schuld oder sowas. Ne? Oder auch zum Beispiel, dass, also konstruktivistische Arbeit, Politikstil, dass die Zusammenarbeit an Gesetzesentwürfen durch verschiedene Fraktionen sich in Prozent der Durchsetzung eigener Programmpunkte organisieren lässt. Ja? Und schließlich, dass auch jeder Mandatsträger Respekt vor der Meinung der anderen hat. Egal, wie sehr sie sich politisch voneinander unterscheiden. Meiner Meinung nach der wichtigste Punkt der nächsten 10 bis 20 Jahre, den sich unsere Parteienpolitik stellen muss, die offenen und undogmatischen Strukturen der Piratenpartei in dieser Parteipolitik sind ein beispielhafter Schritt in diese Richtung. Die strukturellen Mängel zu beseitigen und das Parlament bzw. die Staatspolitik wieder auch in das gesellschaftliche Entwicklungstempo anzupassen, sodass wieder Gesetze auf Augenhöhe der Zeit gemacht werden können, sehe ich als meine allerwichtigste Aufgabe an. Programmatische Inhalte stelle ich dem unter, weil ich der Meinung bin, dass bei einem optimierten parlamentarischen Prozess die Entwicklung und Bedürfnisse der Gesellschaft natürlich einfacher und schneller umgesetzt werden können. Das heißt natürlich nicht, dass ich keine inhaltliche Arbeit machen werde. Völlig falsch. Ich werde mich natürlich inhaltlich darüber hinaus einbringen, besonders bei meinen Steckenpferden der Gesundheitspolitik, Finanzpolitik und Sozialpolitik. Aber eben als das Allerwichtigste empfinde ich, um Magiesprache zu benutzen, das System Parlament neu zu konfigurieren und zu optimieren, um so den Wählerwillen viel besser umsetzen zu können. Ich weiß, dass es ein sehr schwieriges Unterfangen ist, aber irgendwann muss man ja damit anfangen. Und zwar schleunigst. Wenn ihr auch findet, dass das die größte Baustelle im aktuellen politischen System im Bundestag ist, viel wichtiger als spezielle Inhalte, oder um mal bildlich zu sprechen, nehmen wir mal an, der Bundestag ist ein Fußballstadion, wo man spielen, ja, mehr oder weniger gute Mannschaften. Ja. Das Spiel leidet unter dem fehlenden Sportgeist und der mangelnden Begeisterung durch die Zuschauer. Wäre es da nicht Zeit für eine Anpassung der Regeln an die Wünsche der Zuschauer? Gehen wir vorweg und drücken dem Spiel im Bundestag unseren Stempel auf. Also, wenn ihr bessere Spiele sehen möchtet, ja, dann bitte ich um eure Stimme. Vielen Dank. Will die Versammlung diesen Kandidaten befragen? Ich bitte um das Kartenzeichen. Dann wird dieser Kandidat befragt und ich bitte Fragesteller zum Mikrofon. Roman, ich stelle meine übliche Frage auf dich. Welches ist dein wichtigstes Projekt, wenn du in den Bundestag kommst und den du denkst, dass es auch durchsetzen muss? Mein wichtigstes Projekt wäre, über die Arbeit im Parlamentarischen Ausschuss für Geschäftsordnung. Ja, klingt trocken, aber ich versuche darüber die Rechte und den Sinn und den Nutzen des wissenschaftlichen Dienstes aufzuwerten. Ne? Es ist momentan so, dass der im Auftrag von den Abgeordneten arbeitet und dass der diese Arbeiten, die er anfertigt für einzelne Abgeordnete, nur diesem einzelnen Abgeordneten zur Verfügung stellt, ja, also dass die sozusagen für 4 oder 8 Wochen halt, vertraulich sind. Ja. Das ist ja vollkommener Bullshit. Entschuldigung meine Wortwahl, aber warum soll ich wissen, was hergestellt wird, was für die parlamentarische Arbeit dient, nur einem Abgeordneten zur Verfügung stellen? Also an diesem Punkt muss ich auf jeden Fall ansetzen.
und dieses Wissen allen zur Verfügung stellen. Ja, wenn der wissenschaftliche Dienst arbeitet, dann ist das Wissen für alle, bitte schön. Die Wirtschaft oder die ihre Lobbyisten Gesetze vorbereitet werden, das Ministerium bringt die denn ein? Siehst du als fachliche Hilfe oder als Auftrag? Kannst du das bitte wiederholen? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Wenn durch die Wirtschaft oder ihre Lobbyisten Gesetzesvorlagen eingebracht werden, also das Ministerium bringt die dann als Gesetz ein, siehst du als fachliche Hilfe oder als Auftrag? Naja, das ist seit der Beamtenrechtsreform unter der Herr Schröder, das nicht ein bisschen Details. Ist so ein sogenannter Drehtür-Lobbykratie entstanden. Das heißt, dass das Beamtenrecht dahingehend geändert wurde, dass Beamte, also dass Experten aus der Industrie sehr schnell verbeamtet werden können, halt für Gesetzesentwürfe oder halt gesetzesgebende Prozesse in den Ministerien halt zur Rate gezogen werden. Für ein halbes Jahr werden die ganzen da ausgeschleust. Deswegen kann es halt leider keine Straftat sein. Aber genau an diesem Punkt halt möchte ich halt dagegen stoßen, indem ich halt den Einfluss des Parlaments stärken, ja, und auch des nicht mehrheitlichen, also des regierungsanteiligen Parlaments, den Gesetzesinitiativen über den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages anzuleiten, halt nicht über die Ministerien, die halt so schon sehr verseucht sind, ja, und dann auch natürlich aus einer sehr konservativen Perspektive Gesetze verabschieden und nicht aus einer innovativen Perspektive, wie ein wissenschaftlicher Dienst es tun würde. Du weißt ja, dass du durchaus dazu neigst, sehr kompliziert auch zu formulieren und zu schreiben. Du hast ja in der Regel gerade sehr viel Mühe gegeben, das relativ einfach zu machen. Aber wie findest du das im Allgemeinen vereinbar damit, Politik möglichst bürgernah einfach zu machen? Na, Politik muss sich letztlich auch daran messen, dass auch das transportiert wird und bei demjenigen ankommt, also beim Volk letztlich was. An Themen, an Inhalten gerade im Parlament bearbeitet wird. Das ist im Grunde genommen auch dasselbe Problem wie in der Wissenschaft. Da, die Universitäten zum Beispiel produzieren Wissen, was eigentlich der Entwicklung der Gesamtgesellschaft dienlich sein sollte. Ja? Und schaffen es aber zum Großteil nicht, dieses Wissen herunter zu transformieren, dass es jeder Einzelne verstehen könnte, sodass es im Grunde genommen zu einem gewissen Glaubwürdigkeitsdefizit, Legitimationsdefizit kommt. Warum die denn da überhaupt ihre Wissenschaft machen? Und genau das Gleiche gilt halt auch für die parlamentarische Arbeit, für die Arbeit im Bundestag. Wenn die Politiker es nicht schaffen, für den normalen Bürger auf der Straße ihre Inhalte herunterzutransformieren, zu erklären. Lass mal einen interessierten Bürger als Gastredner zu, wenn es keine Gegenrede gibt. Das ist nicht der Fall. Okay, also mein Name ist Uwe Weber. Ich bin einer der Menschen, der eine ganze Reihe von Bürgerinitiativen, die sich ja sozusagen in deiner Vorstellung als äquivalent anbieten, zum Parlamentarismus oder mehr Mitbestimmung erhalten wollen, widerspiegeln. Meine ganz konkreten Fragen sind, wie viel Erfahrung hast du selber in Bürgerinitiativen? Wie würdest du mit Bürgerinitiativen umgehen, die sich völlig konträr zu Zielen der Piratenpartei stellen? Mit deren Mitbestimmung. Also du bist ja für Mitbestimmung und es gründet sich eine Bürgerinitiative, die völlig konträr zu den Zielen der Piratenpartei ist. Wie willst du dort gleichberechtigte Mitbestimmung arrangieren und welche Erfahrung hast du mit Bürgerinitiativen? Was hat die Bürgerinitiative dann mit der Piratenpartei zu tun? Wie kommen die zusammen? Naja, wir haben ja gleiches Recht auf parlamentarische Mitsprache. Also nehmen wir an, jetzt würde sich eine Bürgerinitiative gründen für die totale Überwachung. Ja. Wie möchtest du dann diesen Spagat machen, Mitbestimmung für alle? Das ist, natürlich ist es theoretisch möglich, dass sich sowas bildet. Es ist auch so, dass Bürgerinitiativen immer auf einen gewissen Nährboden in der Gesellschaft fallen. Ja? Also wenn es einen Nährboden gäbe in der Gesellschaft für eine totale Überwachung oder für ein Rettverbot oder sowas. Und dann hätten die einen Riesenzulauf und dann hätten die natürlich den Einfluss im Parlament, die sozusagen aufgrund ihrer Mitgliederzahl und ihres Interesses da wären. Ich habe gerade mitgekriegt, dass ich nicht auf deine Frage geantwortet habe. Welche Bürgerinitiativen hast du mitgearbeitet
Ja, okay, dann antworte ich erstmal auf die Frage. Ich habe in keinen Bürgerinitiativen mitgearbeitet. Ich habe aber in mehreren Vereinen und Fördervereinen mitgearbeitet. Zweite Frage. Die über Öffentlichkeit natürlich. Ja. Ach, und ich meine Frage zum Thema Bundeswehreinsätze, die Kandidaten dafür stehen. Wenn es zu Abstimmungen kommt, muss es darum gehen, dass deutsche Soldaten ins Ausland gehen sollen. Also das habe ich eine ganz klare Position. Ich bin gegen Auslandseinsätze. Für mich hat sich das einfach komplett widerlegt, das Argument, dass man Frieden schaffen mit Waffen muss. Das ist, geht nicht. Also internationale militärische Interventionen sind immer so komplex und vom Zeithorizont, von den Folgen kausal, ne, nicht abzuschätzen, dass militärische Interventionen immer in einem Fiasko endet. Das haben die letzten drei, ja, also von Afghanistan, Irak, anguckt, die das gebracht hat. Das ist also dieses Modell, dass man sagt, ja, wir gehen jetzt rein, wir räumen da auf, wir machen jetzt eine Demokratie und fertig und dann ist das alles gut. Das passt überhaupt nicht. Also das wirkt der Sache nicht gerecht. Und da sind halt, mein Ansatz ist auf jeden Fall ein friedlicher Ansatz, dass man halt über internationale Diplomatie, über Einbeziehung der verschiedenen Kräfte vor Ort und über, über friedliche Maßnahmen alleine sozusagen einen Konflikt lösen muss. Eine kriegerische Intervention hat nie eine Lösung. Roman, du kannst sehr gut schreiben, du kannst sehr gut formulieren. Und sehr allgemein verständlich formulieren. Wahlkampf heißt aber auch begeistern. Das heißt auch reagieren, beziehungsweise auf Diskussionsforen dort mitarbeiten. Hast du das schon mal gemacht? Und bist du auch der Meinung, dass du das schaffst? Ja, also ich habe öfters in meinem Leben auch vor größeren Auditorien gestanden als hier, habe mich nicht in meiner Muttersprache verteidigt und zu Themen gesprochen, die waren natürlich nicht politischer Inhalt oder politischer Natur, aber ich weiß, wie man sich fühlt, wenn man das macht. Und ich weiß auch, dass ich ein Mensch bin, der argumentativ gerne mal auch seine Meinung sagt. Ja. Also, ich habe da auch kein Problem mit. Ich freue mich ehrlich gesagt auch darauf, auf Podiumsdiskussionen. Ja, also, weil ich möchte endlich mal ein bisschen eine Krallen setzen. Ja, hallo. Wie würdest du deine Arbeit organisieren im Bundestag? Also, welche Vorstellungen hast du dir da gemacht oder Gedanken? Na, das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall werde ich versuchen, so viel möglich wissenschaftliche Mitarbeiter, überhaupt Mitarbeiter ins Team zu holen. Also, dass mein persönliches Team so groß wie möglich aufzustellen. Natürlich nicht dein Abgleitend, jetzt irgendwelche Minijobs oder sowas oder 25% Teilzeitjobs zu vergeben, sondern das ist natürlich auch ein ganz wichtiges politisches Signal, dass man da ehrliche Arbeit, ehrliches Geld für ehrliche Arbeit bezahlt. Und dass die Vernetzung natürlich im Bundestag, in der Fraktion, darüber hinaus auch sehr hoch ist. Also das liegt mir auch sehr am Herzen. Also dass ich, ist ja bekannt, dass ich auch sehr vermittelnde Person bin, die gerne mit anderen über ihre Problemchen oder über ihre Ansichten redet und sich das anhört und dann versucht, dann irgendwie einen Konsens daraus zu ziehen. Also ich habe mir konkret noch nicht die Gedanken darüber gemacht, aber ich glaube schon, dass ich das hinkriegen kann. Hallo. Hi. Ich hätte meine Frage. Deutlicher Hinweis, das sind wie gesagt Mikrofone, an die man sehr nah ran muss. Also wenn ihr sie nicht fast berührt, seid ihr zu weit weg. Okay. Hallo Roman. Ich hätte die Frage, du verdienst ja dann wesentlich mehr als Bundestagsabgeordneter. Wärst du denn bereit, einen gewissen Anteil deines mehrverdienten Geldes, was du ja nicht gleich verbrauchen wirst, dafür ja, ehrenamtliche Projekte zu spenden? Wenn ja, für welche und wo würdest du selber ehrenamtlich mitarbeiten? Also ich glaube nicht, dass man dann als Bundestagsabgeordneter auch noch Zeit hat, ehrenamtlich irgendwo mitzuarbeiten. Also das möchte ich mir nicht ans Kühl laden, sozusagen. Aber
ich möchte natürlich, also wie gesagt, das ist so, das sind Summen von Diäten, wo man so irgendwie die Hände über den Kopf zusammenschlägt und what the fuck. Also, ja. Und das, das Geld werde ich natürlich, natürlich in meinen Tresor, in meinen Bunker stecken und dann werdet ihr alle. Ja, aber ich werde natürlich, also besonders am Herzen liegt mir die Unterstützung meiner Heimatstadt. Halt, ja, und vor allen Dingen auch, weil ich halt Familie habe, weil ich Kinder habe und wie ich halt sehe, wie so die soziale Situation, wie die Bildungseinrichtungen so aufgebaut sind, was sie an wie wenig Geld die haben eigentlich, ne? Und woran es denen mangelt. Die reißen den Tonhülle ab. Naja, brauchen wir nicht passieren, aber also an diesem Punkt möchte ich vor allen Dingen ansetzen und ich spenden. Und ich möchte jetzt aber nicht irgendwie sagen, hey, ich mache definitiv hier 5.000 Euro oder 2.000 Euro oder sowas, sondern das ist schon situativ. Und weil ich finde, das kann man dann auch nicht pauschalisieren. Ist deine Forschung beendet? Ich hatte genügend Zeit, ja. Das war jetzt ganz gute Frage gewesen. Ich muss mal kurz nach dem Stand fragen, ob du uns gerade abgehauen bist. Frage, wo wir jetzt schon? Ja. Nö, ihr wolltet doch noch, oder? Ja. Also wurde schon gefragt, wo du gefragt bist? Okay. Dann jetzt die Frage, hattest du genug Zeit, dich vorzustellen? Ja, hatte ich. Alles klar, da hinten ist dein Schild, weißt du? Mach ich, danke. Vielen Dank. Der nächste Kandidat ist Thomas Hübner. Ich glaube, ich baue das Rohr, ich gebe euch die ganze Zeit. Ich wollte es hier hell haben, scheiße. Okay, Entschuldigung. Ja, mein Name ist Thomas Hübner. Thomas, bitte auch für dich. Ja, mein Name ist Thomas Hübner. Auch wenn ich jetzt mir sehr viel Ärger einhandle, ich bin Tommy. Die Leute, die regelmäßig Mailinglisten haben. Die Leute, die regelmäßig Mailinglisten lesen, es war vor kurzem die Suche nach Tommy und ja, ich bin es. Ich bin seit 2009 Mitglied der Piratenpartei. Ich bin Gründungsmitglied des Landesverbandes. Ich habe das Ganze mit ein paar ganz, ganz tollen Leuten in Halle über die Bühne gezogen. Der Grund war das Zensurgesetz. Ich habe über die Online-Petition gegen das Zensurgesetz im Prinzip ja, von der Piratenpartei erfahren, habe mich ein bisschen umgeschaut und bin auf das Forum gestoßen, damals auf das Blaue Forum und da ging es gerade los, dass sich die Leute da ein bisschen zusammengefunden haben und die Piraten an sich gab es schon und man war der Meinung, wir wollen einen Landesverband gründen und da habe ich spontan gesagt, ja okay, mache ich mit. Ich habe die Wahlkabine damals, glaube ich, gebaut und dann haben wir das Ding halt durchgezogen. Kurz darauf war dann der Bundestagswahlkampf 2009. Da haben wir ganz viele Plakate gekleistert und waren hochmotiviert und haben viele Plakate aufgehängt. Es gab natürlich auch viel Streit. Es gab zwischendurch noch die Exilpiraten. Da war ich dann irgendwann plötzlich mal drin. Das war so ein bisschen als Opposition zu gewissen Vorstandsmitgliedern, die leider Gottes seit zwei, drei Tagen wieder irgendwo rumgeistern bei uns. Dann kam so eine Zeit, da hat man einen Regionalverband gegründet, Anhalt-Salzland. Was ich als Dessauer nicht so toll fand, war, dass man uns da einfach mit reingenommen hat. Das war zwar eine Abstimmung, da kamen drei Leute aus Dessau, die wollten das durchsetzen und dann war Dessau plötzlich mit in diesem Regionalverband. Dagegen habe ich angekämpft, weil durch diesen Regionalverband überhaupt keine Bewegung in die ganze Geschichte gekommen ist. Wir haben es dann geschafft, uns als Dessau wieder rauszulösen und seitdem haben wir in Dessau ein ganz tolles Team, bei dem ich mich ganz herzlich bedanken möchte. Wir machen, glaube ich, eine ganz tolle regionale Arbeit momentan. Wir arbeiten mit im Netzwerk Gelebte Demokratie. Wir haben uns in Dessau für den Bürgerhaushalt eingesetzt. Wir haben 30.000 Flyer verteilt. Und der Bürgerhaushalt ist jetzt beschlossene Sache in Dessau. Und jetzt sind wir auch im Rahmen der Initiative Gelebte Demokratie in dem
in dem organisatorischen Teil für den Bürgerhaushalt, in der Arbeitsgruppe mit drin. Die Sandra hat einen inhaltlichen Part übernommen. Ich habe einen organisativen Part übernommen. Das heißt, wir werden das ganze Ding wuppen, zusammen mit den ganz vielen Leuten in Dessau, die sich um diesen Bürgerhaushalt bemühen. Des Weiteren haben wir Kontakt geknüpft zum Migrantenrat in Dessau, um uns dort auch zu engagieren. Und wir engagieren uns auch in der Bürgerinitiative in Vogtrode, die sich für die dezentrale Unterbringung von Asylsuchenden im Landkreis Wittenberg einsetzt. Das alles ist nicht mein Verdienst, das ist unser aller Verdienst von den Dessauern. Und ich freue mich auch, das habe ich vergessen, das wollte ich eigentlich einleitend sagen, ich freue mich, dass ihr alle an dieser Menschenkette vorhin mit teilgenommen habt. Ich hatte fast ein bisschen Pipi in den Augen, weil ich hatte ein bisschen Angst, dass wir das nicht schaffen, diese Menschenkette zu machen, auch von der Zeit her. Und dass manche die Veranlassung nicht sehen, aber dass wir alle so da waren, das fand ich so toll. Und möchte ich mich noch ganz doll bedanken. Ich denke mal an den Namen von Uwe, der das Ganze mit organisiert hat. Ja, und was mich letztendlich zu meiner Kandidatur entschieden oder bewegt hat, war nicht, weil ich unbedingt in den Bundestag will. Ich habe einen ganz tollen Job, bei dem ich auch genügend Geld verdiene. Mir geht es überhaupt nicht um irgendwelche Sachen. Meine Intention für die Listenkandidatur ist mir in der letzten Zeit klar geworden in der Randgruppe im Mangel. Und auf Basis einer Idee von Mike, dass wir einfach eine coole Liste haben wollen. Also ich spekuliere nicht auf den Listenplatz 1 oder 2, das ist mir völlig egal. Aber ich möchte, dass ihr die Möglichkeit habt, eine Liste aufzustellen, die lang ist, aber wo ihr nicht, um die Liste lang zu machen, Leute, so ein paar Leute da wählen müsst, die ihr eventuell nicht wählen wollt. Also ich bin mit einem letzten Listenplatz auch zufrieden. Meine Hauptthemen sind, weil ich ja im Prinzip schon seit 2009 dabei bin, das war auch meine Hauptintention, ist halt die Zensurpolitik, die da sich immer mehr aufbaut, dagegen anzukämpfen. Das ist mein alleroberstes Ziel, transparente Politik für Bürger und damit, meine ich, könnte man, wenn man die Politik transparenter macht, könnte man auch die allgemeine Politikverdrossenheit fixen, weil wenn der Bürger weiß, was passiert und da einen vollen Durchblick hat, dann macht er, glaube ich, auch wieder mit. Also gerade was Wahlen betrifft und so. Dann habe ich noch so ein privates Ding. Ich bin ein unheimlicher Fan von Elektromobilität und das wäre dann auch so die Geschichte, die ich versuchen würde in einem Ausschuss. Also ich würde, wenn die Frage auch wäre, in welchen Ausschuss würdest du irgendwie gehen, wenn du da irgendwo reinkommen würdest. Ich würde auf jeden Fall irgendeinen Forschungsausschuss wählen. Ich kenne da keine Namen von diesen Ausschüssen, aber irgendeinen wird es schon geben. Und der sich halt um solche Energiepolitik und sowas kümmert. Also da würde ich meinen Platz sehen. Ja, es gibt so eine doofe Definition bei uns Piraten, so diese Wünschis und Machis. Ich würde mich eher so als Machi bezeichnen. Obwohl ich die ganze Definition blöd finde, weil es gibt mit Sicherheit auch noch ganz viel dazwischen. Ja, das war's eigentlich von mir. Macht die Frage und nicht allzu lang, wir haben noch ein paar Leute auf der Liste und wir wollen ja noch wählen. Ach so, ja, eine Sache noch ganz wichtig. Die Liste, ihr seht selber, wir haben da nur zwei Frauen drauf. Wenn eine Frau auch nur hinter mir sein sollte, werde ich meine Wahl ablehnen, damit die Frau eine Position beobachten kann. Ich bin der Meinung, ich bin zwar nicht für Quoten, ich bin zwar nicht für irgendwelche Quoten, aber ich möchte damit ein Zeichen setzen und den Frauen auf der Liste eine bisschen bessere Chance geben. Ich möchte jetzt fragen, ob die Versammlung die Kandidaten befragen möchte. Bitte um das Handzeichen. Vielen Dank. Die Rede ist jetzt eröffnet. Hallo, Tommy, nicht Thorsten. Vielleicht ist auch mein Fehler. Kurze Anmerkung, Charles, bevor du Montag nicht in Bernburg warst, da ging es um Asylbewerber, habe ich viel gelernt. Unter anderem, dass die Situation sich entspannt hat, es sind jetzt nur noch 4 Asylbewerber pro Raum, die untergebracht werden, vorher waren es 6. Meine Frage, du bist ja jetzt, wenn man sich so gegenübersetzt,
zwar offen, aber relativ umgänglich im Internet, allerdings ja, weißt du selbst, dass da die Wellen oft hochschlagen. Möchtest du in dieser Hinsicht versuchen, das ein bisschen zu glätten, gerade wenn man als Kandidat auf der Liste stehen könnte? Ja, also ich bin, denke ich mal, ein recht impulsiver Mensch. Kennen mich sicher alle, also ich hopse mal ganz schnell aus dem Koffer, bin aber auch ganz schnell wieder auf mit Argumenten, wenn sie mir logisch nur gebracht werden, unterzubringen. Viele bezeichnen mich als Troll. Ich würde mich eventuell als manchmal auch konstruktiven Troll betrachten, weil manchen Menschen, also ich habe manchmal so die Empfindung, manchen Menschen fehlt es auch in meiner Twitter-Bubble, fehlt es manchmal an Selbstreflexion. Und manchmal muss man den Leuten einfach mal Spiegel vorhalten, wo man einfach sagt, ey, merkst du selbst, oder? So, und das sind dann meist so die Situationen, also ein paar Leute fahren dann voll drauf ab und legen erstmal richtig los und ein paar sagen dann, ja okay, verstanden. Ein bisschen accomplished und von daher, ja, ich muss da sicher an mir arbeiten. Wenn man im Bundestag sitzen sollte, was ich nicht glaube, weil der geile Liste, die wir da schon haben, müsste man sich wahrscheinlich ein bisschen anpassen und ein bisschen runterfahren. Vielleicht kann man irgendwie mit Tabletten was machen oder so. Vitamin? Hallo Thomas, ich wollte dich auch noch auf deine anfänglich digitalen Umgangsformen ansprechen. Ich hatte mir ja schon mal ein E-Mail geschrieben und dann kam da irgendwie eine gewisse Unterstellung zurück. Und letztendlich wollte ich fragen, inwieweit du denn auch sachliche Kritik oder ähnliches eingehst, wenn du Bundestag bist, würdest du denn dir generell auch denn die Begehren oder die Anfragen von den Bürgern aus deinem Wahlkreis anhören oder würdest du sie dann auch einfach pauschal ablehnen, weil du da andere Meinung dazu hast? Naja, auf jeden Fall vertrete ich meine Meinung, das ist auch mein gutes Recht, weil wir leben in einem Land, wo Meinungsfreiheit ist. Wenn mich jemand schafft, mit Argumenten von dem Gegenteil zu überzeugen, dann werde ich mich natürlich den Argumenten auch beugen und werde meine Meinung dementsprechend ändern, wenn ich sie vertreten kann für mich selber. Kann ich? Du kennst mich. Ich bin Pazifist, ich bin Kriegsdienstverweigerer, ich habe Zivil- oder Ersatzdienst geleistet. Ich habe einen 7-jährigen Sohn, ich bin gegen Auslandseinsätze. Also ich möchte nicht, dass er irgendwann in die Situation kommt. Also ich bin zu alt, ich habe auch einen kaputten Rücken und dementsprechend mich wird keiner mehr für irgendeinen Auslandseinsatz einziehen. Aber ich möchte nicht, dass meinem Sohn sowas passiert und dementsprechend bin ich absolut dagegen. Also mein Sohn braucht viele Monate in Afghanistan, ich habe keine Zwiegespräche bitte. Also ich könnte es nicht übers Herz bringen. Keine eigentlich. Zwiegespräche bitte. Ich wiederhole es auch gerne nochmal. Die Redeliste ist leer. Die Frage an dich. Ich bin enttäuscht von euch. Ich möchte die Frage jetzt trotzdem gerne stellen. Hattest du genug Zeit, dich vorzustellen? Ja. Dankeschön. Da hinten ist ein Schild. Der nächste Kandidat ist Andreas Breitschuh. Bevor ich allerdings die Versammlungsleitung wieder an Flo übergebe, möchte ich jetzt an dieser Stelle mal ein ganz ausdrückliches Lob an unsere Technik richten, die uns immer so noch hintergehen, ich habe mein Plätzchen schon. Ja, angenommen. Wirklich schöne Sichtung. Also, mein Name ist Andreas Breitschuh, besser bekannt als Lenster. Ich bin seit 2009 der Kassenprüfer des Landesverbandes zusammen mit Völker. Wir sind also die beiden, die darauf aufpassen, dass die Schatzmeister nicht mit unseren vielen Millionen vom Landeskonto abhauen. Wer mich ein bisschen kennt, weiß auch, dass ich ein anerkannter Rechtschreibterrorist bin. Ich bin sowohl beim Bund als auch beim Land Lektor. Ich komme leider zu selten dazu, die Rechtschreibung zu korrigieren, denn ich muss sagen, die Ratenrechtschreibung, das ist halt sehr freiheitlich. Vor allem die Kommasetzung.
Und naja, ansonsten bin ich auch immer gut für Texte, solange es keine Pressemitteilungen sind. Ich habe heute allerdings keine lange Rede hier schriftlich vorbereitet, durchaus aus Absicht. Denn als Kandidat oder Abgeordneter muss man ja auch jederzeit zu jedem Thema irgendetwas Vernünftiges sagen können. Das sollte man frühzeitig trainieren. Ja. Ich bin hier auf Platz 11 dieser Liste. Ihr habt also schon einiges gehört, vieles auch, was ich gesagt hätte. Darum, ihr kennt mich, ich halte mich immer kurz, ich werde es auch diesmal halten. Warum stelle ich mich zur Wahl? Also auf den folgenden Satz freue ich mich jetzt schon seit vielen Monaten. Ich muss ihn jetzt einfach mal loswerden. Als Hartz IV-Empfänger bin ich gesetzlich verpflichtet, jede legale Möglichkeit wahrzunehmen. Vorstellen könnt, habe ich, als das klar geworden ist, erst mal 10 Minuten verlachen am Boden gelegt. Vor allem, da ich mir sicher bin, dass Herr Hartz das so mit seinem Gesetz nicht gemeint hat. Übrigens stehen mir dann auch 2 Monate Wahlurlaub zu, da ich Direktkandidat im Wahlkreis 71 bin. Ich habe also auch 2 Monate Ruhe vom Amt. Ja. Ich denke, damit steige ich gleich ein. Also, wer irgendwann schon mal auf einer Versammlung war, der Piraten im Landesverband, kennt eins meiner Hauptthemen, die Commons. Ja, das will ich jetzt nicht unbedingt lange ausführen, ich erkläre es bloß ganz kurz. Es geht dabei hauptsächlich um demokratische Zusammenarbeit der Menschen zur Ressourcennutzung, aber auch zur Kulturnutzung, was man jetzt wieder auf alle möglichen privaten Gebiete ausdehnen kann, vom Urheberrecht bis zur Transparenz und kostenlose Studiengebühren von mir aus auch. Das kann man wirklich breitmudeln. Ansonsten möchte ich mich mehr auf das konzentrieren, wo ich als Kandidat auch relatives Alleinstellungsmerkmal habe, nämlich meine Erfahrung mit dem Hartz-IV-System. Und ich sage dazu immer dieses Stichwort der Selbstbefähigung der Menschen. Das ist auch ein relativ breites Gebiet. Zum einen ist darunter natürlich Hartz IV, wo ich dann sage, die Menschen sollen nicht in den 5. Bewerbungskurs gesteckt werden, wo dann mitunter auch mal der Personalchef mit 20 Jahren Berufserfahrung drin sitzt oder der Informatiker dann im Computereinschaltkurs, alles schon gewesen. Sondern die Leute sollen sich möglichst mit Unterstützung durch das Amt ihre Kurse selbst raussuchen. Und wie ich das jetzt auch gemacht habe, ich mache gerade einen Fortbildungskurs im Buchhaltungsbereich. Das habe ich mir selbst ausgesucht, da wurde ich tatsächlich dann auch vom Amt unterstützt. Also man muss auch sagen, die meisten Menschen auf dem Amt, die bemühen sich, aber sie sind durch die Bürokratie so eingeengt, dass sie gar keine echte Chance haben. Das muss man auch mal klar sagen. Und als Abgeordneter, sage ich es mal so, möchte ich besonders dann diesen Punkt des Wahlprogramms umsetzen, dass wir die Sanktionen im Hartz IV dann tatsächlich mal wegkriegen. Denn wenn man ein tatsächliches Lebensminimum hat, kann man das nicht noch streichen. Außerdem gibt es Zehntausende von Klagen, die erfolgreich sind gegen diese Geldkürzung, wo man dann auch sagt, die Fehlerquote ist einfach viel zu hoch, als dass man das auf irgendeinem Gebiet akzeptieren könnte, dort die Menschen in irgendeine Gefahr zu bringen. Die Selbstbefähigung der Menschen ist natürlich auch auf anderen Gebieten wichtig. Man kann das in der Bildung nehmen, dass die Menschen unterstützt werden, sich selbst fortzubilden. Es gibt so viele Möglichkeiten, gerade auch mit Computern und Internet. Theoretisch ist es möglich, dass jeder von uns hier im Raum sich, wenn er sich ein paar Stunden hinsetzt und gerade das richtige Gehirn für diese Aufgabe hat, einen Nobelpreis in Medizin kriegt. Man kann auch über das Internet Sprachen lernen, menschliche oder Computersprachen. Und sowas sollte man nach Möglichkeit unterstützen, dass die Menschen selbstbewusst sich selbst weiterbilden, je nachdem, wie ihre Interessen liegen. Denn nur so kann man wirklich das ganze brachliegende Potenzial, das auch deswegen brach liegt, weil die Arztgesetze da viel kaputt machen, dass wir dieses ganz menschliche Potenzial tatsächlich auch nutzen. Ja, also es wurde bis jetzt schon, wie gesagt, viel gesagt, was ich eigentlich bloß wiederholen könnte. Ich bin zwar kein Urheberrechtsexperte, kenne mich dafür recht gut in diesem Bereich aus, einem geschichtlichen, philosophischen Hintergrund,
würde, je nachdem, wie die Zusammensetzung in den Fraktionen ist, die es dann auch durchsetzen wollen, beziehungsweise wenn wir da genug Experten auf diesem Gebiet haben, mich halt auf andere Sachen konzentrieren. Ich habe ein, muss ich jetzt mal so eingebildet sagen, ziemlich breites Allgemeinwissen. Ich interessiere mich für viele Dinge und habe da eine hohe passive Kompetenz. Also ich kann es verstehen, wovon da geredet wird, wenn ich es auch nicht unbedingt selbst formulieren kann. Ich kann vieles verstehen und mich in die Sache einarbeiten und ich bin das auch gewöhnt. Ich bin es auch gewöhnt, Satzungen auszuarbeiten oder Gesetzestexte so zu lesen, dass man versteht, was die eigentlich sagen wollen. Was ja nun nicht so ganz unwichtig ist als Abgeordneter. Ja, und ich würde jetzt einfach mal sagen, ihr habt Zeit, mir Fragen zu stellen. Ich bin fertig, ich will mich ja nicht allzu lange aufhalten. Dann frage ich mal die Versammlung, ob sie den Kandidaten befragen will. Dann wird auch dieser Kandidat befragt. Das Mikrofon steht vorne in der Mitte und ich bitte die Fragesteller, direkt in das Mikrofon zu sprechen. Ja. Kannst du bitte deine Frage beantworten? Also, welchen Themenschwerpunkt du umsetzen möchtest oder so? Also, ich hatte es vorhin ja schon mal angesprochen, es geht hier hauptsächlich um die Streichung der Sanktionen aus den verschiedensten Gründen. Man könnte das auch als Vorstufe zum BGE sehen. Also, wer ein BGE haben will, diese Streichung ist das Erste, was dazu durchgesetzt werden soll. Solange es diese Sanktionen gibt, wird es kein BGE geben, nur weil sie nebenbei erwähnt. Wie gesagt, es ist für mich einfach nicht akzeptabel, dass die Lebensgrundlage der Menschen dort durch diese Streichungen, wie die Sanktionen meistens inhalten, wirklich ins Bodenlose geführt werden. Menschen, die dann nicht mehr wissen, wo sie Essen herkriegen sollen oder die dann Strom nicht mehr bezahlen können, der auch nicht gerade billiger wird. Übrigens, im Atomfrankreich ist es an der Strombörse ein bisschen teurer als in Deutschland. Ja, und ich möchte halt auf diesem Weg erstmal versuchen, die Menschen dazu zu kriegen, dass sie auch wieder den Mut haben, sich zum Beispiel politisch zu betätigen oder dass sie nicht in der Angst leben müssen. Hartz IV ist übrigens auch der größte Faktor für Depressionen. Ja, meine Frage aber nicht zum Thema Bundeswehr-Einsätze im Ausland. Also hättest du zum Beispiel den Afghanistan-Einsatz bestimmt? Hätte mich noch daran erinnern kannst, Stefan Schurich hat meine Position eigentlich auch gesagt. Also es ist durchaus möglich, dass ich für Einsätze der Bundeswehr im Ausland stimme. Das ist immer eine Einzelfallentscheidung. Voraussetzung ist auf alle Fälle ein UN-Mandat und es sind streng die humanitären Einsätze. Was ich ablehne, sind diese Einsätze, die für, ich sag mal, Ressourcen sind, was ja leider momentan eher im Vordergrund steht. Speziell das in Afghanistan, nein, ich hätte nicht dafür gestimmt. Die Taliban an sich sind zwar eine, ich sag's mal, Bedrohung für viele Menschenrechte. Das habe ich schon gesagt, als damals die Buddha-Statuen zerschossen haben, mit denen ich Ärger ging, das war ein paar Jahre vorher. Aber ich glaube, es muss sich wirklich gerade für Deutschland darauf beschränken, wenn es wirklich darum geht, Zehntausende, Hunderttausende Menschen, die da im wahrsten Sinne des Wortes abgeschlachtet werden, was übrigens heute noch in anderen Teilen der Welt ist, die halt kein Öl haben. Da muss man tatsächlich eingreifen. Ja, falls so ein ganz utopisches Wahlergebnis rauskommt und wir sind ja nicht die einzige Partei, die das BGE im Programm hat, nehmen wir mal an, die Bundes umsetzen können. Was für eine Idee hättest du für diese 100.000 Bürokraten, die dann arbeitslos werden? Das BGE. Ja, das BGE. Gut, also. Also ich will da kurz noch zum BGE grundsätzlich ausführen, dass ich es für kurzfristig undurchführbar halte, für langfristig unausweichlich. Das liegt einfach an der industriellen Entwicklung, die immer mehr weggeht von der körperlichen Arbeit zur geistigen. Es gibt da wunderbare Studien, was geistige Arbeit fördert und behindert. Fördern tut unter anderem, dass man keine Geldsorgen mehr hat, also dass man ein gewisses Einkommen hat.
Wer zu viel Geld kriegt, wurde wunderbar in diversen Experimenten nachgewiesen, der macht sich zu viel Sorgen um sein Geld und die geistige Leistung nimmt dann rapide ab. Fand ich sehr interessant. Warum wir also unsere Manager so hoch bezahlen. Was machen wir mit den ganzen Beamten? Also sie könnten sich ja selbstbestimmt auf andere Gebiete fortbilden. Wir haben ja das BGE und können zum Beispiel sich sagen, die nächsten 3 oder auch 6 Monate, je nachdem wie tief sie eintauchen wollen, lerne ich eine Fremdsprache über das Internet und dann werden sie von mir aus Fremdsprachenkorrespondenten. Also wie gesagt, das BGE würde vieles ermöglichen, würde auch vieles überflüssig machen, zum Beispiel diverse Regelungen im Urheberrecht, brauchen uns keine Gedanken mehr machen, was mit den Künstlern ist, weil die haben dann ein Einkommen. Übrigens ist das nicht die Absicht des Urheberrechts gewesen, den Künstlern ein Einkommen zu geben, das war nur das Mittel zum Zweck. Auf viele andere Gebiete würde das BGE positiv beeinflussen, weshalb ich, wie gesagt, der Meinung bin, dass es langfristig unumgänglich ist. Beamte würden sich dann eigentlich wunderbar eignen, um diverse Bürgerinitiativen beispielsweise zu unterstützen, denn sie haben ja Verwaltungserfahrung, die kann man sicherlich dort einbringen. Und vielleicht könnte man auch einfach mal 50.000 davon dann sagen, setzt euch mal hin, überlegt mal, welche Gesetze wir streichen oder vereinfachen können. Wie hoch schätzt du, also, dass du den Lobbyisten verfallen wirst auf deine jetzige politische Situation oder überhaupt deine finanzielle? Ich kenne dich, ich kenne auch deine Meinung. Du machst das ja nicht aus dem Geld her, aber halt danach, musst du jetzt selber sagen, du wärst anfälliger als andere, die danach wieder in den Geld zurück können? Weil du würdest ja sicherlich dann wieder in Hartz IV zurückfallen, oder relativ schnell. Also, ich bin es, habe ich letztes Mal schon gesagt, gewohnt mit wenig Geld zu leben. Ich bin auch kein materiell interessierter Mensch. Ja, also ich denke nicht, dass ich da anfälliger bin als andere, vielleicht sogar weniger. Mich interessiert einfach das Geld nicht, kann man so sagen. Also, der BGE-Gedanke steckt so dahinter, solange ich mir keine Sorgen machen muss, ist alles in Ordnung. Ja, danach... Als Abgeordnete verdient man ein bisschen mehr und dann gewöhnt man sich auch an ihren Lebensstil an, das ist unausweichlich, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich da irgendwie anfällig bin. Okay, eine Nachfrage. Würdest du uns sagen, warum du Hartz-IV-Empfänger bist und wenn ja, dann warum bist du? Ja, als Vier-Empfänger bin ich wohl, wenn ich niemand einstellt. ja, was soll ich dazu groß sagen? Ich schreibe die Bewerbung, habe das gemacht. Ich habe eine Ausbildung als Informatikkaufmann, Abitur von 2,2, laut diverser Tests bei, das ist jetzt ein paar Jahre her, bei den Ausbildungsbewerbung, diverse IQ-Tests habe ich ungefähr so 120 immer rausgekriegt. Eingestellt werde ich trotzdem nicht. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, wahrscheinlich, weil ich zu bescheiden bin, das ist meine Vermutung, weil wenn ich sage, ich komme ganz gut mit irgendwas zurecht, würde andere wieder sagen, ich kann das super, habe ich wirklich diese Erfahrung gemacht in Gegenüberstellung, vielleicht denken die Leute immer, ich bin schlechter, als ich wirklich bin, keine Ahnung. Und ich bin jetzt, muss ich auch mal so ganz offen sagen, nicht unbedingt der Sympathietropfen, der einen in den Arsch kriegt. Ich bin ehrlich. Manchmal auch ein bisschen zu ehrlich, das muss man auch so ganz ehrlich zugeben. Ja. Das liegt aber auch daran, dass ich sehr sachlich bin, was ich für die Arbeit als Abgeordneter eher als Vorteil sehe. Also mich zu beleidigen, das ist schon relativ schwierig. Es gibt eine Sache, wo es geht, die werde ich jetzt nicht öffentlich sagen. Nein, ich glaube, du weißt es auch, aber ich werde es, wie gesagt, nicht öffentlich sagen. Und ansonsten bin ich ein argumentativer Mensch, also wer gut Argumente bringt, da lasse ich mich dann auch überzeugen. Ich denke, das ist ganz gut für den Abgeordneten. Zuerst einmal, du musst dich nicht rechtfertigen, wenn du Arbeitslosengeld 2 beziehst. Ja, also, finde ich so. Und
jetzt kommt es zu einer Frage, die mir immer gestellt wurde und die für mich immer schwer zu beantworten war. Du hast Comments schon gesagt. Wir nehmen das jetzt mal, dieses Comments-System, auf wirtschaftlicher Ebene. Hättest du denn schon einen Gedanke, was der erste Schritt wäre, wenn man denn im Bundestag ist, um einen Schritt in Richtung dieser Commons-Wirtschaft oder dieses Gedanken zu gehen? Nein, die Schwierigkeit ist weniger zu sagen, was für Gedanken ich habe, da gibt es nicht so viele Details. Das Problem ist halt, dass es so umfassend ist und es eigentlich gar keinen einzelnen Hebel für diese Sache gibt. Also es gibt verschiedene Wege, wie man so etwas machen kann. Der Richard probiert das auf den Genossenschaftsweg. Es gibt dieses Beispiel, was man bringen kann vom Badesee. Es gibt eigentlich zwei Varianten, wie man dafür sorgen kann, dass alle an einem Badesee Spaß haben, oder beziehungsweise, dass dort viele Leute Spaß haben. Der Commons-Weg wäre, dass die Leute sich zusammenfinden, dort regelmäßig aufräumen und Spaß beim Baden haben. Der kapitalistische Weg ist, dass der See eingezäunt wird, dass Eintritt bezahlt wird und dann irgendwelche bezahlten Leute dort aufräumen, damit andere Leute Spaß haben, was wiederum zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger ausschließt. Die haben meistens nicht das Geld, zumindest wenn sie in der Familie sind. Zum Nicht-Rechtfertigen an diesem Punkt, es gibt auch sehr viele arbeitslose Mütter, die sich dann auch immer anhören müssen, warum hast du Hartz-IV, warum bist du auf Hartz-IV und warum hast du dich nicht an den Vater der Kinder gehalten oder sowas. Das ist auch, denke ich, eine große Schweinerei, dass die Mütter, meistens sind es ja Mütter, dann so benachteiligt werden, und übrigens wäre da auch ein BGE ganz gut. Also wie gesagt, mit BGE kann man viele Sachen lösen, ganz einfach. Was jetzt die Commons betrifft, das Seebeispiel hatte ich ja schon, es geht darum, dass die Menschen, das ist so ähnlich wie allgemeine politische Beteiligung, das große Problem, wie kriegt man die Leute dazu, ihre Interessen zu vertreten. Sie müssen hauptsächlich wissen, dass das, was sie sagen und tun, auch tatsächlich Auswirkungen hat. Die Politikverdrossenheit beruht darauf, dass die Menschen ihre Stimme äußern und ignoriert werden. Da müssen wir allerdings, wie genau das gemacht werden soll, das ist die große Frage, da gibt es wirklich viele Versuche und ich glaube, ich hatte das letzte Mal gesagt, wenn es für sowas einen Nobelpreis geben würde, derjenige, der da die Lösung findet, auch einen kriegen. Okay, ich dachte, du wolltest jetzt noch eine Frage stellen. Nee, ja, dann mache ich Schluss. Okay, hattest du genug Zeit, dich vorzustellen? Ich hatte genügend Zeit, mich vorzustellen. Und meine Nummer kennt ihr ja jetzt inzwischen. Okay, dann. Dann bitte ich nach vorne Sigurd Schauer. So, ich möchte alle Piraten und alle Gäste ganz herzlich begrüßen. Zuerst möchte ich mich vorstellen und einen kurzen Abriss meiner Entwicklung geben, damit ihr wisst, wer ich bin, was ich kann und warum ich in dieses hohe Gremium der deutschen Politik und Gesetzgebung gewählt werden möchte. Mein Name ist Sigurd Schauer aus der Hansestadt Seehausen im Kreis Stendal. Ich möchte mich heute als Abgeordnetenkandidat zum Deutschen Bundestag bei euch bewerben. Ich bin jetzt 2011 Mitglied der Piraten. Im Februar 2012 bin ich als Mitglied des Finanzrates beim Bundesschatzmeister gewählt worden. Als ich damals in die Partei eintrat, war es für mich vollkommen klar, dass ich nicht bloß Mitglied sein, sondern auch etwas für die Piratenpartei bewegen wollte. Wir träumen eine Lebenseinstellung. Wenn dann auch alles richtig, mit aller Konsequenz, oder ich lasse die Finger davon. Etwas anderes kommt für mich nicht in Frage. Eine Verwirklichung der Piratenideen geht natürlich nur durch die Mitarbeit in parlamentarischen Gremien. Wenn diese großen Pläne, die unsere Mitglieder haben und auf den Stammtischen diskutiert werden,
nur im Deutschen Bundestag ihren gesetzlichen Status erhalten können. Für die Bewerbung habe ich zwei wesentliche Gründe. Einen persönlichen und einen politischen. Mein persönlich wichtigster Grund für diese verantwortungsvolle Tätigkeit ist die Repräsentation der Piratenpartei und der Bürger unseres Heimatlandes Sachsen-Anhalt im Deutschen Bundestag. Ich habe mein ganzes Leben in diesem Land verbracht. Durch meine berufliche Tätigkeit als Betriebsleiter habe ich viele Bürger aus allen Regionen und Bildungsschichten unseres Bundeslandes kennengelernt. Ich sprach natürlich auch viel über sehr private Dinge. Ich hörte ihre Sorgen und Nöte, aber auch ihre Freuden und Träume. Dadurch bekam ich einen riesen Erfahrungsschatz, wie unsere Bürger leben und denken. Und diese Bürger möchte ich im Deutschen Bundestag vertreten und dafür sorgen, dass auch der letzte Zipfel unseres Bundeslandes nicht vergessen wird. Ich bin genau wie unsere Kanzlerin und unser verehrter Herr Bundespräsident, ehemaliger DDR-Bürger. Als Kapitalistenkind, wie es damals hieß, meine Eltern waren kleine Handwerker, durfte ich weder Realschule noch das Gymnasium besuchen. Das war den Arbeiterbauernkindern vorbehalten, sowie den Kindern von Staats- und Parteienfunktionären. Also Abgang 8. Klasse und über den zweiten Bildungsweg Realschule. Lehre, Geselle und Handwerksmeister, damit als Bachelorabschluss anerkannt wird, war mein weiterer Lebensweg. Ich übernahm den Handwerksbetrieb meiner Eltern. Durch ständigen Druck des Staates, der auch diese kleinen Betriebe in sogenannte sozialistische Genossenschaften pressen wollte, habe ich den Betrieb bis zur Wende erfolgreich als Privatbetrieb geführt. Nach der Wende leitete ich mehrere Betriebe als Geschäftsführer und Handwerksmeister und immer mit guten betrieblichen Erlösen. Auch heute bin ich noch als Geschäftsführer tätig. Die Tätigkeit als Abgeordneter ist für mich nichts Neues. Ich war 8 Jahre Stadtrat in Seehausen und anschließend 4 Jahre Kreistagsabgeordneter in Osterburg. Als einziger selbstständiger Unternehmer. Ich möchte mich noch zu einem wichtigen Problem äußern. Auf den Stammtischen bekam ich es öfter zu hören, dass die Piratenpartei in der Opposition sein muss, um unabhängig zu bleiben. Da muss ich mich doch fragen, was wollen wir im Deutschen Bundestag? Aufmerksamkeit bei der Presse erlangen, wir Plätze besetzen und Ehren empfangen? Es wird uns keiner für voll nehmen. Über unsere Ideen und unsere Wünsche würde keiner ein Wort verlieren. Wir würden vielleicht viel reden, aber nicht das Geringste ändern. Ändern kann man nur durch Gesetze. Und Gesetze macht die Regierungspartei mit ihren Koalitionspartnern. Und meine lieben Freunde, dazu muss die Piratenpartei irgendwann gehören. Und ich vertrete diese Meinung auch unser neuer Parteivorstand unter Leitung von Herrn Schulmann. Ich nehme an, dass es sicherlich nicht in der kommenden Legislaturperiode passieren wird, obwohl schon einige Parteien sich über den Piraten wohl geäußert haben. Diese Periode benötigt meiner Ansicht nach um zu lernen. Aber danach müssen wir fit sein und uns als erst zuverlässiger Koalitionspartner empfehlen, der die Zusammenarbeit mit anderen Parteien auch seine Vorstellung verwirklichen kann. Als mein wichtigsten politischen Grund für meine Bewerbung möchte ich daran arbeiten, dass an jeden Bürger unseres Staates ein einheitliches Grundeinkommen gezahlt wird. Dass die Grundbedürfnisse, die Nahrung, Wohnen und private Bedürfnisse auf niedrigem Niveau befriedigt werden können. Es entfällt vor allem gar nicht, dass ein würdigendes Prozedere der Kundenschnüffelei, die Suche der Behörden nach Eltern oder Kindern, die für ihre Verwandten zahlen müssen, die Bettelei ein paar Euro für den Lebensunterhalt. Ich weiß, dass dieses eine riesige Umschichtung an Beiträgen und Zahlungen ist. Wenn man aus diesem Topf nur das verteilen kann, was man dort vorfindet. Aber man muss damit anfangen, zumindest laut darüber nachzudenken. Natürlich werden auch viele Beamte freigesetzt, die sich nicht mehr mit der Flut von Formularen und endlosen Bestimmungen beschäftigen müssen.
Damit dieser Prozess hier langsam vor sich gehen wird, kann doch dieses Problem sicherlich gelöst werden. In der langfristigen Perspektive sehe ich einen zugesicherten Betrag von der Geburt bis zum Tod. Es entfallen nämlich sämtliche andere Zahlungen. Die Kindergeld, Hartz IV, Rente und alle hier und alle weiteren bisher geleistete Unterstützung. Nichts braucht mehr beantragt. Nichts braucht mehr berechnet werden. Berge von irgendwelchen Nachweisen sind überflüssig. Dieses Grundeinkommen, ich betone, Grundeinkommen, reicht für die einfachen Bedürfnisse des Lebens. Jeder, der mehr möchte, muss sich entsprechend selber darum kümmern. Diese Summe hält jedermann, vom Bankdirektor bis zum Invaliden, der noch nie eine Tätigkeit ausgeübt hat. Das packen wir ja wieder, der wieder eine Kommission zu bilden, die beschließt, wer was kriegt, wer nicht kriegt. Und dann haben wir generell pauschal, jeder kriegt. Es ist normal, dass diese Piratenidee erst einmal Probleme stößt. Alles Neue ist erstmal unbequem für bestimmte Leute. Das heißt, kann man ein bisschen leiser werden. Das alte kann man perfekt ohne nachzudenken. Für das Neue muss man denken, lernen oder sogar sein geliebtes Büro wechseln. Aber meine lieben Piraten, wenn es in der Menschheit keine progressiven, utopistischen Denker oder sogenannte Spinner gegeben hätte, würde die Menschheit noch heute mit einem Bären von um den Bauch, die damit die Federn geschmückt, in eine Hülle des Ablands Feuer tanzen. Bei dem absolut beliebten Satz, das haben wir schon immer so gemacht, du hast nicht mehr in den Nacken haben, ich kann nur erwidern, dann wird es höchste Zeit zum Ändern. Natürlich mit uns Piraten. Ich möchte an euch Piraten um die Zustimmung für einen Formalisten, einen Abgeordneten der Piratenpartei des Deutschen Bundestags bitten. Ich kann schon jetzt versprechen, dass ich die Piraten, meine Partei, wird würdig und doch sehr bestimmt vertreten werde. Ich danke für die Aufmerksamkeit, Sigurd Schorr. Und ich frage die Versammlung, ob sie den Kandidaten fragen möchte und bitte um das Kartenzeichen. Dann ist die Fragerunde jetzt hiermit eröffnet. Kommt bitte an sein Mikrofon. Persönlich ist die Frage, jetzt nicht irgendwie falsch verstehen, so, weil du irgendwie für den Eindruck erwächst, was du irgendwie mal länger als zum Grundwehrdienst in der Armee. Warst du mal länger in der Armee? Nee, ich habe meine Pflichtdienstzeit anderthalb Jahre. Hallo, du hattest mehrere Mandate im kommunalen Parlament, hast du erwähnt. Warst du deiner Partei? Ja, zu DDR-Zeiten musste man als Handwerksmeister oder wohl ein nahegelegt, in irgendeiner Partei drin zu sein, damit man sich eben nicht gegen den Staat stellt. Und da sind die meisten Handwerker in so eine Mini-Partei reingegangen, entweder in der NDPD, das war die Partei, die ehemaligen Nazis diese eingesammelt haben, oder die Partei LDPD, das waren die ehemalige FDP, sprich die Liberaldemokratische Partei Deutschlands. Und da, in dieser Partei war eigentlich diese Partei mich delegiert zu dienen als Abgeordneter. Hallo. Du hast vorhin sinngemäß gesagt, du bist bei den Piraten eingetreten, um dich zu engagieren, und wenn du was machst, dann richtig. Wir kennen uns noch nicht. Wie hast du dich denn bislang als Basismitglied engagiert? Was hast du gemacht und vorangetrieben? Ja, als Basismitglied in der bei den Altmark-Piraten ist es ein bisschen schwierig alles jetzt hier, weil wir ein Mini-Haufen sind. Ne, ist Salzwedel ist auch mit dabei. Nur von Salzwedel habe ich fast noch nie einen gesehen. Das ist sehr, sehr schwierig. Man trifft sich dann meistens mit einer Handvoll Piraten und versucht zu reden, wie man es besser machen kann. Ich war eine Zeit lang Pressesprecher des Vorstandes. Und da habe ich mich sehr intensiv bemüht, es ist alle 14 Tage ein Artikel in der Zeitung erschienen. Wo immer das Wort Piraten erschien. Weil sie stand natürlich keine Rolle. Ich sage mir, das interessiert kein Mensch. Da muss Piraten drin stehen und was Positives. Schluss aus. Ja, meine Frage und die bestimmte Antwort. Was ist das Projekt, das dir am meisten am Herzen liegt, wenn du in den Bundestag kommst, das du umsetzen willst? Und wie du auch denkst, dass es umsetzbar ist, ja,
ein Projekt in 4 Jahren zu entwickeln und durchzubringen, ist eine Illusion. Du kannst höchstens eine andere Hundehalterordnung rausbringen oder eine andere Kehrordnung oder sonst irgendwas, aber ein Gesetz, was wirklich durchsteht, was für alle wirklich spürbar gut ist, ist in dieser Zeit nicht zu machen. Das ist einfach die Masse der Leute, die was zu sagen haben, die befragt werden müssen, vom Gesetz her wesentlich zu groß. Es dauert Jahre, jemand da alles sammelt, hat, die Meinung und sieht, er muss wieder ausgelegt werden und das kennst du ja, wollte ich alles erklären. Sieht es wie bei jedem Straßenbau. Das ist überall so, das ist dermaßen Hemmnis bei uns. Und dann das hinten ist bei mir schon alles schnell was durchkriegt. Man kann Gesetze eben, die in Arbeit sind, da kann man eben noch was machen. Aber es ist sehr schwierig. Ja, habe ich mal eine Frage zum Thema Bundeswehr im Ausland. Ja. Eine Meinung dazu, kannst du mir sagen? Habe ich eine ganz klare Meinung. Wenn das UN-Mandat vorliegt, natürlich. Wir sind Mitglied der UN und haben nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Und zu den Pflichten gehören auch Geldbeträge und da gehören auch die sachdienstlichen Beiträge. Und die sachdienstlichen Beiträge leistet man mit der Bundeswehr oder mit anderen Sachen. Sonst wären wir ein ganz schlechter Vertragspartner, wenn jedes Mal, wenn irgendwas ist, dann sagen wir, um Gottes Willen, nein, wir nicht. Das wollen wir die anderen dahin nehmen. Aber wie gesagt, das muss immer die UN dahinter stehen. Wie stellst du dir den Weg vor, dass wir das BDE einführen können, langfristig oder kurzfristig, wie du meinst, aber wie stellt sich dir das dar? Ja, ich habe etwas zum der Lebenserstellung gemacht, wenn ich darüber spreche, beschäftige ich mich vorher damit. Das heißt, dieses Geld soll nicht aus dem Staatssäckel oder dem Steuersäckel genommen werden, sondern das Geld kommt einfach daher, wo jetzt auch die Renten und Hartz IV so gehen können. Da ist die Verteilung ist anders. Wenn jetzt, sagen wir, der zahllose Mitarbeiter, der wird bei mir eingestellt mit 1000 Euro als Gehalt, und dann muss ich dann von 300 Euro davon überweisen, von seinem Lohn auf ein Staatskonto. Der Staat nimmt die 300 Euro wieder und packt sie auf den sein Konto. Das ist halt umständlich, aber das ist ein sehr, sehr machbar gängiger Weg. Hört im Computeralter sowieso. Hallo, ich habe eine Frage. In welchem Jahr wurde die Piratenpartei gegründet oder welcher Stadt? Die Piratenpartei ist weg, wie ich das dazu nennt, 2009. Die Piratenpartei in Deutschland, wenn die gegründet wurde und in welcher Stadt? Das kann ich nicht, welche Stadt weiß ich. Unter welchem Jahr? 2009 wird die gewählt, ne? Sigurd, wie findet bei dir im Betrieb die Lehrlingsausbildung statt? Lehrlingsausbildung. Wenn man sieht, wie viele Lehrlinge gesucht werden von den Firmen, händeringend, und dann kommt eine Ausschreibung, und dann sollen sie sich melden. Und es kommt von 8, kommt keiner. Das ist schon sehr frustrierend. Das ist schon sehr frustrierend. Und wenn sie kommen, dann kommen sie eine halbe Stunde zu spät oder an der Tag erst. Und vor allem des Weiteren, das Grundwissen dieser jungen Menschen ist dermaßen schlecht, da weiß man manchmal nicht, was man sagen soll. Wenn man denen einfach Rechenaufgabe gibt, 13x3 oder so weiter stehen die da. Und ja, man muss dann abbringen. Die Ausbildung ist schlecht, die ist einfach schlecht aus der Schule. Und das wird sein Grund haben. Und die Gründe, die meisten Gründe kennen wir ja. Nein. Ja, ich habe alle Lehrlinge ausgebildet und alle Lehrlinge, die ich ausgebildet habe, die haben alle mit 2 oder 1 bestanden. Haben alle einen guten, sehr guten Abschluss gemacht. Und sind alle heute noch in ihrem Beruf tätig. Darf ich die Versammlung unwohl erklären? Ansonsten der Hinweis, hier direkt vor der Tür stehen ein paar sehr gemütliche Sessel und Sofas und wenn ihr quatschen wollt, geht doch bitte dahin. Wir hältst du Kontakt mit Basispiraten, die dich nicht kennen? Ich hab die nicht verstanden. Wie hältst du Kontakt mit Basispiraten, die dich nicht kennen oder die dich jetzt nur über das Streaming kennen? Wie mein jetziger Kontakt ist die Basispiraten? Ja. Ja, wir treffen uns alle einmal im Monat zum Stammtisch. Digital? Digital läuft bei uns nicht viel. Der Vorstand
Verkehrsdigital, wenn ich das weiß, ich beherrsche den normalen Computer, vor allem wie sind Geschäftsvorgänge wichtig im Computer, das andere kriegt ein bisschen bei. Und dann sagen, hier, das ist das, die Sache, die ich beherrsche. Na, damit. Wird das eine Frage da hinten? Nein, das wird keine Frage. Okay, dann ist die Redeliste erschöpft und mir bleibt nur noch übrig, den Kandidaten zu fragen, ob er genug Zeit hatte, sich vorzustellen. Gut, dann bitte ich nach vorne, Anne Fricke. Engagiere mich zurzeit in der Projektgruppe zur Bundestagswahl auf Bundesebene, bin ich da eher passiv dabei, aber ich versuche dort die Informationen zu holen und die ins Land hineinzutragen und auch mit anderen Ländern mich zu vernetzen in Sachen Wahlkampf. Ich bin in der SG Orga, ich glaube, ich bin da auch gerade allein und ich bin außerdem auch noch im Landesvorstand, Beisitzerin, zuständig für Materialverwaltung und für den Wahlkampf. Wie bin ich zu den Piraten gekommen? Ich muss gestehen, ich war vorher nie politisch aktiv. Politik war für mich ein abstrakter Begriff, unter dem ich mir wenig vorstellen konnte und er war vor allem für mich unglaublich weit entfernt. Ich wusste nur eins, die aktuelle Situation, so wie sie sich darstellte, war für mich nicht länger erträglich. Zufällig sind die Piraten gerade in dem Zeitpunkt sehr erfolgreich gewesen. Ich bin nach den Erfolgen im Saarland auf die Piraten aufmerksam geworden, in Berlin habe ich leider verschlafen. Und ich hatte dabei einen Gedanken, und das war, jetzt kommt der große Umbruch, da musst du mitmachen. Die Piraten sind für mich nicht nur eine Partei, sie sind für mich eine Bewegung, die massive Änderungen in der Gesellschaft antreibt. Wie habe ich angefangen? Ich bin dann in Gera, ich studiere ja in Thüringen, an den Stammtisch gegangen und habe dort gemerkt, dass man mich freundlich empfangen hat und man hat mich mit offenen Armen empfangen. Und ich habe gemerkt, Hilfe ist nötig. Dann kam ich nach Halle an den Stammtisch, dort war gerade die heiße Phase des UB-Wahlkampfs und ich habe gemerkt, okay, Hilfe ist dringend nötig. Und dabei habe ich gelernt, dass Politik greifbar sein kann und dass ich als kleiner Bürger auch etwas verändern kann. Ich denke, wir wissen alle nicht so genau, was uns erwarten wird, wenn wir in den Bundestag einziehen. Ich wusste allerdings auch nicht, was es heißt, Pirat zu sein, bevor ich bei den Piraten war. Ich habe gemerkt, es ist zeitaufwendig, es ist nervig, aber es ist voll eine gute Sache. Ich habe auch nicht genau gewusst, was mich im Vorstand erwartet. Man möge mich korrigieren, aber ich glaube, ich mache die Sache dort auch ganz gut. Wir können uns also nur vorstellen, was uns im Bundestag erwarten würde und haben nur eine grobe Vorstellung davon, was ein Kandidat leisten können muss. Er muss transparent sein. Ich wusste nicht von Anfang an, was Transparenz bedeutet und wie man Transparenz umsetzen soll. Aber ich habe es gelernt und ich habe es anschließend auch verinnerlicht. Deswegen gehe ich jetzt auch anderen Leuten auf die Nerven, wenn ich sehe, dass diese intransparent handeln und fordere sie auf, ihr Handeln zu überdenken und den piratigen Grundsätzen anzupassen. Ebenfalls bei der Mitbestimmung. Ich habe auch erst bei den Piraten gelernt, wie Mitbestimmung so in starkem Maße umsetzbar ist. Ich habe gelernt, andere Leute zu fragen, was sie von einer Sache halten. Erweitert das Blickfeld. Es zeigt Handlungsalternativen auf und es ermöglicht einem, bessere Lösungen zu finden, als es einer alleine jemals könnte. Ich denke, Teamarbeit ist sehr wichtig. Ich weiß, umfassend, Teamarbeit ist anstrengend. Ich habe Erfahrungen zu Teamarbeit nicht nur bei Piraten gesammelt, sondern auch im beruflichen Umfeld. Es bedeutet, sich in schwierigen Situationen mit Menschen zusammenzutun, um ein gemeinsames Ziel erreichen zu können. Ich habe dort Erfahrungen in einem Beruf gesammelt. Ich stand plötzlich vor einer Stelle. Ich hatte keine Ahnung, wie ich das machen soll, was mich bei dieser Stelle erwarten wird. Und ich hatte plötzlich 50 Leute unter mir. Ohne die Unterstützung meiner Mitarbeiter hätte ich nie meinen Erfolg gehabt.
beruflich und ich hätte auch nie die Ziele des Unternehmens erreichen können. Ich muss gestehen, ich habe einen kleinen, manche mögen es als Mangel ansehen, wenn ich mit Leuten arbeite, dann zählen Emotionen für mich herzlich wenig. Es ist mir egal, ob ich die Person, mit der ich jetzt arbeiten muss, leiden kann oder nicht, denn ich habe in dem Moment ein höheres Ziel und das ist produktiv zu arbeiten. Es kommt auch immer auf den Gegenüber an, aber ich habe gemerkt, es ist möglich, sich mit Leuten heftig zu streiten, leider, Entschuldigung nochmal, auch auf Mailinglisten und einige Tage oder Wochen später mit diesen Leuten auch wieder produktiv zusammenarbeiten zu können. Man muss sich organisieren können. Organisieren, das mache ich gerne, deswegen, wie auch schon erwähnt, bin ich auch in der SG Orga. Und ich habe auch gelernt, dass Orga transparent sein kann und dass Orga auch auf Mitbestimmung ausgerichtet sein kann. Programmatisch arbeiten. Ich denke, das ist für mich als Kandidat im Moment der größte Mangel, da ich leider noch nicht programmatisch gearbeitet habe. Aber ich würde gern, ich habe nur ein Problem, mein Tag hat nur 24 Stunden. Und auf noch weniger Schlaf kann ich einfach nicht verzichten. Ich hielt mich auch irgendwie immer gerade in den Bereichen auf, in denen irgendwie gerade woanders Brennpunkte waren. Deswegen habe ich halt die Orga gemacht und deswegen bin ich jetzt auch im Wahlkampf. Ich denke, ich kann programmatisch gut arbeiten. Gerade in meinem Studium muss man wissenschaftlich arbeiten bis zum Erbrechen. Ich kann Texte schreiben. Ich weiß, wie man Konzepte entwickelt. Ich weiß, wie man recherchiert. Ich weiß, wie man Texte ausformuliert. Ich weiß, wie man sich mit anderen Interessengruppen zusammentut und sich mit diesen abstimmt und noch einiges mehr. Über abweichende Meinungen zum Programm müsst ihr euch bei mir keine Sorgen machen, denn ich verstehe mich, wenn ich in den Bundestag gehen würde, als Dienstleister und als euer Sprachrohr. Das heißt, eure Meinung wird auch meine Meinung sein. Wie ich vorhin gehört habe, wir müssen dafür brennen. Ich denke, bei den aktiven Piraten ist weniger das Problem, dafür zu verbrennen, als sich für die Sache zu verbrennen. Man muss kritisch sein. Ich möchte das jetzt auch nicht näher ausführen. Ich glaube, ich habe meinen Ruf 4 weg im Landesverband und das sogar mit Auszeichnung. Ich denke also, die wichtigen Punkte, die Anforderungen eines Kandidaten sind, erfüllen zu können und stelle mich deshalb hier zur Wahl. Dankeschön. Meine Frage jetzt an die Versammlung. Möchtet ihr die Kandidatin befragen oder nicht? Bitte jetzt noch Handzeichen. Dankeschön, die Kandidatin wird befragen, die Liste ist eröffnet. Ihr dürft jetzt auch vorkommen. Ja, du hast deine Frage erhalten können. Es ist dein wichtigstes Projekt, das du in den nächsten 4 Jahren umsetzen willst und dem du denkst, dass es durchsetzbar ist. Also ich finde deine Frage sehr schwierig, denn es hängt immer davon aus, in welchem Ausschuss man sich engagieren kann. Grundsätzlich sollten wir daran arbeiten, Informationen nach außen zu tragen und Gesetze zu verhindern, die massiv die Rechte der Bürger verletzen und das nicht erst, wenn das Bundesverfassungsgericht uns das nachträglich mitteilt. Ich möchte, wenn ich die Chance dazu habe, mich in den Themen Wirtschaft engagieren, da ich da beruflich schon seit 6 Jahren Erfahrung habe und auch mein Studium drin absolviere. Meine private Leidenschaft ist das Thema Umwelt. Also meine Priorität liegt auf Wirtschaft. Beim Thema Wirtschaft, du hast ja auch gefragt, was umsetzbar ist. Beim Thema Wirtschaft würde ich gerne das Thema Verträge zwischen Wirtschaft und Staat angehen, denn dabei haben wir momentan massive Mängel, was das Ausschreibungsverfahren angeht. Das heißt, Ausschreibungsverfahren sollen öffentlich werden, sie sollen so gestaltet sein, dass sie für mehr als eine Firma erfüllbar sind und die Entscheidungen müssen nachvollziehbar getroffen werden und das zum Vorteil und nicht zum Nachteil der Bürger. So, meine Frage ist ganz einfach. Auch als an dich gefragt, wie stehst du zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr, insbesondere eben in sogenannten Krisengebieten oder Bedrohungsgebieten werden sollen? Also ich lehne die aktuellen Einsätze ab. Ich würde jetzt gern sagen, ich lehne die Auslandseinsätze generell ab, aber für mich ist das ein sehr schwieriges Thema,
Denn wenn man zum Beispiel den arabischen Frühling betrachtet, wo friedliche Demonstranten vor Panzern stehen und auch alle Mittel der friedlichen Konfliktlösung versagen, dann stellt sich mir die Frage, wie wir da sonst weiter eingreifen wollen. Also ich kann dort jetzt keine pauschale Aussage treffen. Ich denke, es sollten Einzelfallentscheidungen sein und die Ziele sollten dabei klar sein und auch kritisch hinterfragt werden. Du hast eben gesagt, unsere Meinung ist auch deine Meinung. Hast du keine eigene Meinung? Ich habe eine eigene Meinung, aber ich trete für die Piraten an. Ich will für die Piraten in den Bundestag gehen und nicht für mich. Deswegen möchte ich halt euer Sprachrohr sein und für euch sprechen. Hallo Anne, wie ist denn das mit deinem Studium? Musst du das dann unterbrechen und so? Also, ja, unterbrichst du das dann und wie danach weiter? Oder hältst du dich dann auch anfällig für Lobbyismus, also aus der Wirtschaft? Wirtschaftslobbyismus würde ja auch hingehen, wo ganz gut sein soll. Ja, also mein Studium endet günstigerweise im Herbst. Also ich bin im September mit meinem Studium fertig. Es wäre also kein Problem für mich, aus der Sicht in den Bundestag zu gehen. Ich stehe jetzt aber nicht nur hier, weil ich danach nicht weiß, was ich weitermachen soll. Also ich hätte auch Alternativen, wie ich im wirtschaftlichen Leben weiterkommen würde, wenn ich nicht in den Bundestag komme. Das Problem des Lobbyismus würde ich gerne mit Transparenz, dem würde ich gerne Transparenz entgegenstehen. Eben dahingehend, dass diese Gespräche sicherlich mit Lobbyisten geführt werden, aber ich würde die dann mit Stream, mit Audioaufzeichnung machen oder wenn das alles nicht geht, dann wenigstens ein Protokoll dazu schreiben und euch natürlich in die Meinungsfindung mit einbeziehen. Und wenn, dann macht ihr alle Lobbyismus, weil ich mache ja nur das, was ihr mir sagt. Lass mich gerade sowas in die Steife oder für diese Frage geben. Tut mir leid, da es ging um die Entscheidung und die transparente Darstellung. Du hast das jetzt auf Ausschreibungen bezogen. Ich würde gerne wissen, wie würdest du deine Entscheidungen transparent machen wollen, entweder zu Themen, die in der Partei noch nicht entschieden sind oder die du gegenteilig der Partei entscheidest? Ja, also in Sachen zu entscheiden, die von der Partei noch nicht festgelegt sind, ist schwierig. Da möchte ich das eigentlich so lösen, dass ich immer versuche, möglichst viele Meinungen reinzuholen. Also dazu kommt natürlich auch der Zeitraumwurf an. Vorrangig würde ich da gerne das Feedback dazu benutzen. Und Entscheidungen, die gegen die Meinung der Partei stehen, die sollte es mir eigentlich gar nicht geben. Also das sehe ich jetzt für mich auch bei mir gerade nicht als nicht möglich an. Das ist nicht das, was ich machen möchte. Ja, also ich finde es gut, dass du Feedback benutzen möchtest oder ähnliches für Fragen, die du alleine nicht entscheiden möchtest, die noch im Parteiprogramm stehen. Das wird dir häufiger passieren. Ich möchte aber. Achso, Entschuldigung. Ja, das wird dir, wie gesagt, häufiger passieren, dass du Dinge entscheiden musst, die nicht im Parteiprogramm stehen. Ich möchte gerne von dir tatsächlich wissen, was du, wo, wem oder welcher Idee politisch du gar nicht zustimmen könntest, weil ich möchte im Bundestag eigentlich niemanden haben, der ganz fremdgeleitet ist. Ich möchte jemanden mit Prinzipien. Ich glaube, du bist so jemand, deswegen sag, wo deine Grenzen sind, rein politisch. Kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Also ich habe jetzt gerade keine Antwort auf die Frage. Also wie gesagt, ich versuche halt als euer Sprachrohr zu gehen und ja, ich weiß gerade nicht, wie ich die Frage interpretieren soll, was ich da auch antworten soll. Tut mir leid. Eigentlich eine Verständnisfrage. Ich muss das nochmal einwerfen, wenn ich darf. Ja, Anne, du hast ja jetzt ganz oft schon gesagt, dass du dich als Sprachrohr der Basis und der Piratenpartei siehst. Der Abgeordnete ist ja per Grundgesetz einem gewissen verpflichtet, du wirst für 4 Jahre im Bundestag sein. Eine Partei ändert sich. Ich bin 2009 eingetreten. Die Partei von 2009, in die ich eingetreten bin, ist nicht die Partei heute. Was wirst du tun, wenn auf einem Parteitag Beschlüsse gefasst werden? Ich weiß, das ist wieder so eine Was-wäre-wenn-Frage, aber würdest du jetzt wirklich sagen, dass du immer den Beschlüssen der Partei folgst? Kleine Augenblick, bedenkst du bitte, danke.
Es ist schwierig. Also, wenn es für mich wirklich grenzwertig ist, dann würde ich versuchen, das Grundsatzprogramm abzuleiten, weil das ist für mich nur so die oberste Handlungsrichtlinie. Das sind auch so groben Leitlinien. Das wird kontinuierlich ergänzt, aber die groben Standpunkte, die wir einmal gefasst haben, die ändern sich da nicht. Und also, wenn jetzt wirklich was grenzwertig ist, dann würde ich überlegen, mich vielleicht anders zu entscheiden, aber diese Entscheidung würde ich dann vom Grundsatzprogramm ableiten. Okay, Lage. Gut. Ich versuche das nochmal zu erklären, weil ich das als Verständnisfrage verstanden habe. Das ist jetzt keine Wertung. Du hast ganz oft Fragen, die meiner Meinung nach tatsächlich nicht vom Gewissen anderer abhängen dürfen. Es ist zum Beispiel ganz schwierig, aufgrund von Mehrheitsentscheidungen Grundrechte gegeneinander abzuwägen, wie zum Beispiel das Recht auf körperliche Unversehrtheit oder das Recht auf freie Religionsausübung. Aktuelles Beispiel war da die Bescheinigungsdebatte. Das ist tatsächlich etwas, wo ich für mich gemerkt habe, auch in der Diskussion mit mir selber darüber, dass ich möchte, dass dort die Mandatsträger aufgrund ihres Gewissens und nicht aufgrund einer Parteimeinung abstimmen, weil das ansonsten schwer zu lösen ist. Und genau das war die Frage. Ein Beispiel für eine Grenze, wo genau dieser Gewissenskonflikt bei dir stattfindet, weil ich glaube, du hast das. Ich will es nur hören. Ja, also ich würde jetzt mal, ich würde einfach mal, was mir jetzt versucht, hoffentlich zu helfen, mit dem Beispiel, das du genannt hast, mit der Beschneidungsdebatte. Ich gehe jetzt in meine Meinung, das ist meine persönliche Meinung, das ist nicht die Parteimeinung. Ich hätte mich für das Recht auf körperliche Unversehrtheit ausgesprochen. Was bringt dich aus der Fassung? Kurze Frage. Ich überlege. Ja, also wo ich wirklich an meine Grenzen stoße, auch ruhig zu bleiben, ist, wenn Leute sehr ideologisch diskutieren und keinerlei Potenzial zur Einsicht haben, also einfach ganz stur immer wieder auf ihrer Meinung beharren und Diskussionen dann stecken bleiben. Also ich denke, wenn es eine Diskussion ist, die mir sehr nahe geht, wenn es ein Thema ist, was mich wirklich beschäftigt, dass ich dann dazu greifen könnte, zum Beispiel ein bisschen lauter zu werden. Hallo. Ich hätte eine Frage, weil da drehten sich ja so ein bisschen die Fragen vorher auch um Gewissensentscheidungen, was Gewissen für mich bedeutet. Wenn du das vielleicht kurz mal beschreiben würdest, gerade in der Rolle auch eines Abgeordneten. Also, das ist das eine, was kommt aus den Fragen? Ich bin immer ganz schlecht in abstrakte Begriffe definieren. Also sowas wie Gerechtigkeit oder Zeit oder eben Gewissen. Gewissen, das ist für mich die kleine Stimme im Kopf, die immer kritisch hinterfragt, ob das dann gerade richtig ist, was ich da tue. Und für mich wäre das Gewissen in dem Moment, dass man zum Beispiel eine Meinung hat, der Partei, und das Gewissen sind in dem Moment dann für mich die Kritiker, die halt sagen, gut, okay, die Meinung ist jetzt so und so, das wäre jetzt aber Gegenargumente. Das wäre das, wo ich dann anfange zu überlegen. Und wenn mir dort Zweifel aufkommen, also diese Stimme im Kopf sehr laut ist und sehr prägnant vorhanden ist, das wäre für mich dann das Gewissen. Es gibt ja im Wiki so ein Quadrat, wo steht links, rechts, liberal, neoliberal und konservativ. Wo würdest du dich selbst so positionieren? Die Frage, auf was ich raus will, ist, würdest du dich mehr neoliberal, mehr konservativ oder wie schätzt du dich ein? Also was bei so einem Test rauskommen würde, weiß ich nicht. Es wäre wahrscheinlich interessant, das mal zu machen, denn ich bin teilweise manchmal eine gespaltene Person, weil ich manchmal sehr konservativ bin in manchen Ansichten. In vielen anderen Ansichten bin ich aber auch äußerst liberal. Also das sind für mich so die Sachen, wo ich sagen würde, da würde ich wahrscheinlich irgendwo in der Mitte rauskommen, aber nicht, weil ich keine Meinung habe oder weil ich irgendwie immer so den Durchschnitt wähle, sondern weil ich immer die beiden Extreme, sehr konservativ in mancher Hinsicht und sehr liberal in anderen Ansichten. Und links, rechts, da würde ich auch in der Mitte rauskommen, weil da habe ich nicht so viel.
Kurzes Statement. Du hast, wie ich finde, dich hier sehr gut vorgestellt, vor allen Dingen, weil es auch in der Befragung meiner Meinung nach dir nicht leicht gemacht wurde. Du hast dich ja als Sprachrohr der Basis oder als Stimme für die Piraten im Bundestag beworben, hast dir, glaube ich, aber auch gemerkt in den Befragungen, dass die Piraten auch eine Haltung und das eigene Gewissen ganz wichtig ist. Also für mich hast du das auf jeden Fall erfüllt und indem du das klar gesagt hast, wie du bei der Bescheinigung hättest abgestimmt zum Beispiel. Und ich möchte das nur noch mit auf den Weg geben, dass nur Sprachrohr von irgendwas zu sein, reicht, glaube ich, nicht aus, noch den Piraten nicht. Das kannst du aber auch und sonst du auch vertreten. Einfach mal schauen. Ja, ich sehe das jetzt als Kommentar, auf den ich hoffentlich auch antworten darf. Ja, es geht mir darum, dass ich ganz doll Angst habe. Was habe ich gerade gesagt? Danke. Ja, es geht mir darum. Ich habe gerade gesagt, ich habe das vorhin schon mal unterbunden und der Fan ist aber muss ich auch jetzt unterbinden. Also es war im Kommentar keine Frage und deswegen keine Erwiderung, bitte. Okay. Ich hätte gerne noch gesagt, warum ist es nur wieder betont? Ich bin so leicht, wie er ist, dass das nicht so du kannst es mir im Nachhinein machen. Die Redeliste hat sich erschöpft. An dich bitte die Frage ins Mikro, bitte. Hattest du genug Zeit, dich vorzustellen? Danke, ich hatte genug Zeit, mich vorzustellen. Dankeschön, dann bitte nochmal ausdrücken. Ich bin die 184. Danke. Damit wäre es auch geklärt. Ich möchte übrigens eine kleine Anekdote am Rande loswerden. Philipp Rösler ist mit 85,7% der Stimmen als FDP-Parteichef wiedergewählt worden. Das ist nicht überliefert. Wir haben einen GEO-Antrag und es ist nicht Schließung der Rednerliste, sondern es ist ein GEO-Antrag zur Änderung der GEO und zwar wird beantragt, den Paragraph 6 Absatz 2 zu streichen. Flo will das kurz begründen. Ja. Haben wir ein Mikro, bitte? Bitte, danke. Uns ist aufgefallen, dass der Satz 2 des Paragraphs 6 der Wahlordnung widerspricht. In Paragraph 6 Satz 2 steht drin, dass wir jetzt bestimmen müssen, wie lang die Liste werden soll. In der Wahlordnung steht drin, dass die Wahl ergibt, wie lang die Liste ist. Bist du antragsberechtigt? Nein, aber ich bin nicht Antragsteller, ich begründe das nur. Antragsteller ist René. Steht auch hier. Er hat auch unterschrieben, ja. Und die einfachste Möglichkeit, diesen Widerspruch aufzulösen, ist es halt, diesen Satz jetzt aus der GEO rauszustreichen. Dann bitte ich jetzt um Handzeichen. Vielen Dank, der GEO-Antrag ist angenommen, die GEO ist geändert und der Paragraph 6 2 braucht. Wir sind mit der Vorstellung der Kandidaten für den GEO-Antrag. GEO-Antrag auf Unterbrechung. Pause? Wir würden vorschlagen, jetzt an dieser Stelle, wir sind jetzt mit der Kandidatenbestellung am Ende. Wir würden jetzt quasi in einen Wahlleiter übergeben, damit er das Wahlverfahren erklärt. Danach ist die Wahl und danach haben wir sehr lange Pause. Und je eher wir mit der Wahl beginnen, desto eher sind wir mit der Auszählung auch fertig. Also mein Vorschlag wäre jetzt, herzugehen und zu sagen, wir ziehen die Wahl jetzt durch und machen danach dann der GEO-Antrag wieder zurückgezogen. Damit sind wir mit der Kandidatenbestellung am Ende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ich übergebe jetzt an den Wahlleiter, auf dass er euch das Verfahren erklärt. Gleich. Also doch Pause.
Viel lieber. Ich Also, ihr habt euch mit der Wahlordnung für ein Wahlsystem entschieden, das in zwei Schritten durchgeführt wird. Das heißt, wir wählen erst die Kandidaten ohne die Reihenfolgefestlegung und im zweiten Wahlgang bestimmen wir nur die Reihenfolge. Das heißt, so mit dem zweiten Wahlgang hat man keinen Einfluss mehr darauf, ob jemand auf dieser Liste steht oder nicht. Das ist hoffentlich soweit jedem klar. Das ist eine Wahl durch Zustimmung, was wir im ersten Wahlgang machen. Das heißt, ihr könnt Ja oder Nein dafür stimmen. Ihr könnt euch aber auch ganz einfach enthalten, sprich bei irgendeiner Person keins von beiden ankreuzen. Kreuzt ihr zwei Sachen bei einer Person an, ist das in dem Moment ungültig. Das heißt, die Stimme für diese Person ist ungültig und wird als ungültig notiert. Nach Wahlordnung ist die Person mit auf der Liste, die mehr Ja als Nein Stimmen hat. Einfacher kann man das kaum noch beschreiben. Wichtig ist, wenn ihr ankreuzt, für uns als Wahlhelfer oder für mich als Wahlleiter natürlich auch, muss der Wählerwille eindeutig erkennbar sein. Das heißt, macht da bitte ein Kreuz. Es gibt immer die Leute, die dann denken, da mache ich doch was anderes. Solange ihr das durchgehend macht, ist mir das auch egal. Ihr könnt da gerne ein Häkchen reinmachen, durchgehend, wenn euch das einfach so viel besser passt. Es muss einfach nur durchgehend so sein. Wenn ihr bei jedem Kandidaten was anderes ankreuzt, also mit irgendeinem anderen Buchstaben oder sonstigen Sachen, dann wird das problematisch, aber das lasse ich auch noch durchgehen. Was ihr nicht dürft, ist auf dem Ding rummalen, rumschreiben, Behauptungen aufstellen über irgendeinen Kandidaten oder alles Scheiße. Dann lasse ich das nicht zu. Wenn ihr euch verwählt, was bei Ja und Nein natürlich echt schwierig ist, wenn es euch doch gelingen sollte, streicht das deutlich durch und setzt ein X daneben. Nicht dazu schreiben, Pfeil, den wollte ich eigentlich. Das haben wir auch schon gehabt. Einfach nur durchstreichen und bei dem anderen ein Kreuz setzen. Macht ihr zweimal ein falsches Kreuz, beziehungsweise entscheidet euch mal spontan um, streicht ihr das zweite Kreuz auch durch. Haben wir auch schon erlebt. Und setzt dann ein X sichtbar neben das Ja. Ganz einfach. Nehmen das durchgestrichen. Ist das soweit klar? Gut. Die Wahl an sich wird so vonstatten gehen, dass ihr rausgeht aus dem Raum zur Treppe. Ihr geht die Treppe hoch, biegt nach links ab zum Raum Oranien, ich glaube Oranienbaum heißt dieser Raum. So. Da wird euch dann Mike in Empfang nehmen und Mike, komm mal her, beschreibt mal den Vorgang, dann der in dem Raum stattfinden wird. Im Grunde genommen ist es ganz einfach. Alles hört auf mich in dem Raum und es wird laufen. Nein, also ihr kommt rein, wir haben ein Rondell aufgebaut, ihr zeigt bitte einmal euer Akkreditierungsbändchen vor und die Karte dazu. Denn es geht so, dass die Wahlhelfer, die da sitzen, gucken können, ob auch gleich die Nummern gleich sind. Dann kriegt ihr euren Wahlzettel, geht in die Urne, macht euer Kreuzchen, geht zur Urne, gebt da euren Wahlzettel wieder ab und dürft dann den Raum auch wieder verlassen. Das wäre eigentlich alles. Noch Fragen? Ich danke mal. In der WO steht, dass ich vor jedem Wahlgang die Frage an die Versammlung richten muss, ob Zweifel an der Wahlberechtigung von jemand bestehen, der akkreditiert wurde. Bestehen Zweifel an der Wahlberechtigung von jemand, der akkreditiert wurde?
Bestehen Zweifel an der Wählbarkeit von einem der Kandidaten? Ich stelle fest, das ist nicht der Fall. Jetzt würde ich die Kandidaten bitte nochmal darum bitten, dass sie schauen, ob ihre Namen korrekt geschrieben sind. Ich würde zudem bitten, dass sie nochmal überprüfen, ob die Nummer auch mit der Nummer übereinstimmt, die sie die ganze Zeit an ihrem Körper rumgetragen haben. Ich bitte darum, dann ganz schnell Einspruch einzulegen. Ihr dürft nach vorne kommen, wenn ihr nicht so gute Augen habt. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wenn ihr sonst irgendwelche Probleme mit diesem Stimmzettel habt, wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt, bewegt euch bitte nach vorne, schaut euch das genauer an und ansonsten geht bitte ans Mikro und stellt die Frage. Nochmal zur Erklärung, wir wählen in dem Salon Oranienbaum. Die Treppe hoch, links und dann ganz am Ende. Ne? Also die Treppe hoch, links, ganz am Ende. Salon Oranienbaum. Eben kam die Frage an mich, ob man mehrere Kandidaten ankreuzen kann. Kannst du das bitte in diesem Teil nochmal wiederholen? Ja, natürlich. Die Idee ist, eine Liste aufzustellen. Das heißt, ihr wählt nicht einen Kandidaten. Darum stehen da halt so viele Namen und so viele Ja's und Nein's. Es ist so eine Approval-Wahl, wie das halt eben auch heute schon beim Abstimmen gemacht wurde. Das heißt also, ihr könnt bei jedem Kandidaten ein Ja, bei jedem Kandidaten ein Nein setzen oder euch bei jedem Kandidaten enthalten. Dann müsstet ihr auch nicht nach oben gehen und könntet eigentlich was anderes machen in der Zeit. Also nochmal ganz kurz ein Hinweis zur Approval. Entschuldige, dass ich dir jetzt ins Wort falle. Die Überlegung ist, könnt ihr euch vorstellen, dass dieser Kandidat auf die Liste kommt? Beziehungsweise die Frage ist, macht es eures Erachtens nach Sinn, wenn dieser Kandidat auf die Liste kommt, ja oder nein? Und das für jeden einzelnen Kandidaten und die ablehnen, von denen ihr der Meinung seid, dass es keinen Sinn macht, wenn sie auf der Liste sind. Bei allen anderen, auch wenn sie euch jetzt irgendwie nicht ganz passen, aber Gott, der würde da schon aufpassen auf so eine Liste, auch wenn er irgendwie da zu dem und dem Thema eine blöde Meinung hat. Mit einem Ja machen, das Sortieren und das Gewichten machen wir dann ja im zweiten Wahlgang. Da könnt ihr dann den Leuten, die ihr doof findet, einfach weniger Punkte geben. Meine Frage ist relativ einfach. Ich finde es ja sehr charmant, wie diese Kandidaten hier im Raum gerade mit den Nummern rumlaufen. Was bedeuten diese Nummern? Das ist einfach so, dass diese Nummern vergeben werden an eine Person. Diese Nummern legen nur fest die Reihenfolge, in der die Leute sich vorgestellt haben. Es ist einfach so, dass diese Nummer halt eben verteilt wurde und sie wird halt als Zusatzinformation halt eben angegeben. Dass man sich nicht den Namen merken muss, wenn man sich halt eine Nummer besser merken kann. Es ist einfach nur eine Zusatzinformation, die hat keine tiefe Bedeutung. Diese Nummer legt die Reihenfolge fest, in der die Leute die vorgestellt haben, sie legt die Reihenfolge fest, in der sie jetzt auf diesem Zettel stehen. Also nicht alphabetisch, nicht extra neu ausgelost, sondern einfach nach der Reihenfolge, die wir vorher ausgelost haben. Mehr tut diese Nummer nicht. Frage ist, ungültig bezieht sich das nur auf die einzelne Stimme oder auf den ganzen Zettel? Man würde dadurch nur die einzelne Stimme für diesen Kandidaten ungültig machen. Okay, danke. Und dann, es gibt auch Enthaltungen. Gibt es einen Unterschied zwischen Nein und Enthaltung bezug auf die Auszählung? Ihr habt in der Wahlordnung, die ihr angenommen habt, festgelegt, dass der Kandidat, der in die Liste reinkommt, mehr Ja als Nein Stimmen hat. Das nennt man im Volksmund auch einfache Mehrheit. Ihr habt jetzt keine absolute Mehrheit beschlossen. Das heißt, Enthaltungen haben nicht den gleichen Effekt wie ein Nein. Also, weil gerade die Frage war, wieso hier so eine Unklarheit war. Vielleicht ist einigen nicht klar, dass es danach noch einen zweiten Wahlgang gibt, wo dann die Reihenfolge gemacht wird. Okay, ich ging jetzt davon aus, dass ihr eine Wahlraum annehmt und dann verstanden habt, was ihr da angenommen habt. Das tut mir wirklich leid. Ich bin schuld. Ich erkläre das gerne nochmal. Es wird zwei Wahlgänge geben. Im ersten bestimmt ihr ausschließlich, wer Kandidat auf dieser Liste sein wird. Das heißt, für die Menschen, die gerne taktisch wählen und so wenig Kreuze wie möglich machen, das hat wenig Sinn. Außer mit den Kreuzen wollt ihr wirklich aussagen, ich will nur diese Person auf der Liste haben.
versteht diese Wahl Approval als Akzeptanzwahl. Das heißt, ich wähle mit Ja jede Person, die für mich akzeptabel auf der Liste ist. Mit Nein wähle ich jede Person ab, die ich nicht auf der Liste haben will. Habt ihr keine Ahnung, ihr habt keine Meinung, ihr wollt euch selber nicht zumuten, diese Entscheidung zu treffen. Macht Enthaltung. Dadurch, dass ihr euch der Stimme enthaltet, gebt ihr den anderen die Möglichkeit, halt das zu gewichten, nach besserem Wissen oder Eindruck oder was auch immer. Das ist das System dieser Wahl. Im zweiten Wahlgang, den wir danach machen, werden wir die Personen, die dann auf der Liste stehen, die mehr Ja als Nein Stimmen im ersten Wahlgang bekommen haben, die werden wir dann gewichten, wir werden sie bewerten, indem ihr euch enthaltet, in dem Fall 0 Punkte vergibt oder 1 bis 5 Punkte vergeben könnt. Durch die Höhe der Gesamtsumme pro Kandidat ergibt sich dann die Reihenfolge. Das ist ganz wichtig. Also es lohnt sich taktisches Wählen nicht unbedingt, wenn man jetzt seinen Kandidaten unbedingt nach vorne haben will, weil es darum nicht geht in diesem Wahlgang. Es geht nur darum, ob er überhaupt auf der Liste ist. Wenn ihr unbedingt taktisch wählen wollt, könnt ihr das im zweiten Wahlgang. Wenn ihr unbedingt wollt, dass die Liste so kurz wie nur irgend möglich wird, dann könntet ihr taktisch jetzt wählen. Wenn ihr möchtet, dass mehrere Personen auf dieser Liste stehen, mehr als eine, wählt nicht zu taktisch. Das ist eure freie Entscheidung, aber es muss euch bewusst sein. Gibt es noch weitere Fragen? Dann würde ich jetzt diese Wahlzettel ausdrucken lassen und ihr habt eine kurze Pause von 5 Minuten. Wäre das in Ordnung? Ja, ich hätte das ja.